Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der bekannten Fahrgeschäftsschmiede SAD Maschinenbau GmbH in Dienstlaken. Erlebt unter anderem hier in diesem Video eine komplette Führung durch die heiligen Hallen. Welche Maschinen kommen bei der Rekonstruktion und Wartung von Karussells zum Einsatz? Welche Aufgaben hat der Projektleiter für fliegende Bauten David Schweißtal? Und welches Teil sorgt für die typischen Breakdance-Fahrgeräusche? Das erfahrt ihr hier in diesem Video. Dazu gibt es vom Geschäftsführer selber, Klaus Schneider, erste Infos über SAD-Fahrgeschäfte. Unfassbar, oder? Also bleibt dran, wenn ihr fliegende Bauten liebt, und bis gleich. Ein fliegender Breakdance-Mittelbau. Willkommen zurück und herzlich willkommen in Dienstlaken. Genauer gesagt bin ich bei SAD. Unfassbar, oder? Ja, ich habe es endlich mal geschafft. Ich habe die Jungs ja schon auf der Interschau kennengelernt letztes Jahr. Und wir haben es ja schon länger geplant, ein Video zu machen. Und heute ist es endlich soweit. Es hat zeitlich gepasst. Und oh, Kinder. Sehr, sehr. Übrigens, das wird mein nächstes Auto. Sehr cool. Ah, Turbo, Turbo. Ja, hier ist SAD, ne? Und ich habe einen Termin mit dem David, das ist ja der Projektleiter. Jawoll, Abschuss! Und da ist David! Moin! Warte, erstmal hier so. Grüß dich! Alles gut? Das ist, ich habe schon gesagt, das ist ja wie eine Bescherung hier für mich. Ja. Ich bin hier angekommen und habe dann schon SAD gelesen, dann habe ich hier schon die ganzen Fahrgeschäfte gesehen. Ja. Also es ist wie Weihnachten für mich. Okay. Allein das hier schon. Sowas will ich auch haben. Können wir da irgendwas machen? Ja! Hast du schon draußen umgeguckt hier ein bisschen? Ja, ein bisschen, aber hier stehen so viele Fahrgeschäfte. Sag mal, fangen wir hier links an, ne? Welchen soll ich noch mal mitnehmen? Was soll ich hier? Ja, aber ich glaube, fragen, ob du den hier haben kannst. Ja, aber ich glaube, das kann ich nicht bezahlen. Ja, mit meinem, da brauche ich noch ein paar YouTube-Abonnenten. Ja. Oh, erzähl mal, was hast du? Ja, hier haben wir Magic, Hersteller Hus. Und ja, der kam heute Morgen spontan rein und den werden wir einmal nachschauen. Ja, eine Wartung machen. Oh, hier steht noch hier, wenn du auch das hier so siehst, diese Konstruktion, ne? Wenn du das mal von nah siehst, wir können ja mal ein bisschen näher rangehen. Allein das ist ja schon, oh Alter, das ist wie ein Heiligtum, ne? Ja. Also, das ist sozusagen die Seele des Fahrgeschäfts, oder? Ja. Oder dafür zuständig auf jeden Fall, dass du diese Auf- und Abbewegung hast, ne? Ja. Werdet ihr, wenn jetzt die Leute so vorbeifahren, bleiben die mal stehen und gucken sich das an? Ja, doch schon. Weil das ist ja schon was Besonderes hier im Industriegebiet, sag ich mal, wenn solche großen Anlagen oftmals, also es lohnt sich auf jeden Fall, hier öfters mal vorbeizufahren bei euch. Ja, also, da sieht man mal was. Wenn ich hier in der Gegend wohnen würde, würde ich glaube ich fast jeden Tag hier vorbeifahren. Könntest du ein Praktikum bei uns machen? Ja, eben. Ja, das könnte ich machen. Ja. Und dann gibt es schon Käffchen und dann, dann würde ich hier glaube ich den ganzen Tag stehen und filmen und hast du nicht gesehen. Ja. Also. Oder ich mache hier Lübecker Studio Außenstudio. Ja, ja, klar, kannst du auch machen. Ja, dann machen wir das. Ja. Ja. Geil. Und was hast du da noch stehen? Das ist die Zugmaschine. Das ist aber die Zugmaschine. Also die Zugmaschine. Das ist nur die Zugmaschine. Ja, genau. Ja, aber ich sag mal, das ist nur die Zugmaschine. Allein das ist auch interessant. Ne? Also die ganzen großen, fetten Zugmaschinen, die ja einiges an PS auch haben, ne? Weil definitiv, die ja klar richtig was ziehen müssen. Ne? Ja, klar, bei der Anlage 50 Tonnen. 50 Tonnen. Transportgewicht, ja. Guck mal. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie groß, ey, wie groß und mächtig, ne? Helges Lagersch, 240 mm Durchmesser. Du weißt, also, hast du so alles im Kopf? Weiß ich noch vom Zirkus. Ja. Aber das kann man nicht alles lernen, ne? Nein, gar nicht. Ich hab schon gedacht, das muss man sich alles selbst aneignen, weil das kannst du ja auch gar nicht studieren. Nein. Das geht ja gar nicht. Im Grunde genommen ist so eine Anlage, so ein Fahrgeschäft halt Maschinenbau. Es ist Maschinenbau. Natürlich eine ganz andere Sparte natürlich. Es ist jetzt nicht irgendwie, du produzierst irgendwas fürs Walzwerk, sondern du hast wirklich ein Fahrgeschäft halt, ne? Womit du auch fährst. Und David, was ist dann deine Bezeichnung? Also du bist Projektleiter hier, ne? Genau, ich bin Projektleiter für fliegende Bauten. Heißt, ich kümmere mich um Abwicklungen mit dem TÜV, mit dem Statiker und halt Demontage, Montage, ja. Also du Einteilungen. Bist du auch so, ich weiß ja, du bist auch in Anführungszeichen im Außendienst mal unterwegs, ne? Also dass du auch mal vor Ort bist. Was war so deine letzte Tour? Wo warst du zuletzt beruflich? War meine letzte Tour gewesen. Da war ich in der Schweiz gewesen. Ach,
Schweiz. In der Schweiz, genau. Aber das war nicht da, wo du. Nee, da warst du in Österreich mit dem Schmuckgeschäft, ne? Für deine Freundin? Nee, Frau? Nee, stimmt, du hast recht, genau. Nein, Quatsch. Erzähl ich denn da? Nee, wir waren in Wiener Prater gewesen. Ja, erzähl mal. In Wiener Prater, da haben wir uns eine Anlage angeschaut, die war wahrscheinlich General Overholen. Und eventuell. Wie war es im Wiener Prater? Es ist ja für dich auch ein absolutes Paradies da, ne? Ja. Wenn du so viele Fahrgeschäfte da siehst. Ja, das ist schön da, ne? Ja, also, ich war da ja noch. Es ist wie eine Kirmes, nur das ist halt dauerhaft aufgebaut, ne? Ja. Ja. Ist schon ganz gut gewesen da. Ja. Warst du noch nicht da? Nee. Ach. Ja, du, ich habe ja so viele Ziele noch, wo ich überall hin will. Das glaubt man gar nicht. Aber Wiener Prater gehört definitiv dazu. Würde ich auch mal hin. Musst du, ja, würde ich doch empfehlen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Können wir da mal zusammen hin, ne? Ja, genau, richtig. Du zahlst. Fort, du zahlst. Ja. Mein Gott. Gib mal ein Käffchen oder so. Genau, richtig. Ja. Ja, cool. Was ist das denn da? Was ist da? Ja, das ist von Breakdance, ne? Ja, genau. Kann ich die kaufen? Sind, die kannst du haben, ja. Kannst du mitnehmen. Echt? Mal Kofferraum auf. Warte mal, wo steht da? Könnte ein bisschen eng werden. Ja, ich kann mit dem Auto 400 Tonnen ziehen, das kann man nehmen. Okay, ne? Das ist auch noch ein eingebauter Kran, der ist aber gerade nicht eingebaut, kannst du jetzt nicht sehen. Okay. Gibt's auch noch einmal, war eine Spezialanfertigung. Ja, was hast du, 10 Euro. Okay. Ging eigentlich. Ja gut, Freundschaftspreis, ne? Okay. Ja gut, das ist ja... Ich rede wieder Schwachsinn. Aber das sind alte Drehkreuze, oder was? Genau, das sind die alten Gondelkreuze. Okay. Das ist von dem letzten Umbau noch, von einem holländischen Breakdance, von dem Herrn Koldewin. Ja. Da, wo wir auch die Gondel neu lackiert haben und ja, können wir noch, ja. Könnte man sowas nicht irgendwie, weiß ich nicht, verkaufen oder sowas? Ich meine, es gibt bestimmt Fans, die sagen, boah, sowas will ich haben. Oder müssen die verschrottet werden? Nein, müssen die nicht, nein. Nee. Aber wie gesagt, überwiegend werden die halt alle verschrottet, weil... Okay. Klar, sind auch schon mal die Anfragen da gewesen. Mhm. Hast du noch ein Gondelkreuz oder einen Ausleger? Wir haben auch schon welche verschenkt. Ja? Ja, klar. Gut, ihr seid ja dann froh, ne, wenn das weg ist. Ja, ne? Also, eben. Weil, dass man dann sagt, hier komm, kannst haben, musst du aber selber abholen. Ne? Ja, eben, genau. Also, das ist, glaube ich, auch haben so. Wir auch schon ein paar Mal. Ja? Ja, klar. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, den Transport, ne, solche. Von denen jetzt ist okay. Ne, aber wir haben ja, wie gesagt, diese einzelnen, die du siehst, die waren dafür abnehmbar. Mhm. Also, die losen Ausleger. Und die haben wir verschenkt halt. Die verschenkt? Ja. Jetzt kriegt er 1000 neue Anfragen, der glaubt mal dran. Oh oh. Ja, sehr cool. So ist das hier, ne? Sehr geil. So, David, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir mal in eine kleine Montagehalle. Ja, starten wir mal. Halt Kleinigkeiten zusammenbauen, wie Gondeln zum Beispiel oder Gondeln verkabeln. Kleinigkeiten? Kleinigkeiten. Für mich ist das schon. Ist so die ruhigere Halle. Oh, hier in Nöken, die kenne ich. Oh, genau, richtig. Schöne Grüße. Ja. Ja, da kommt auch eine Überraschung, ne? Oh ja. Oh ja. Ja, David, das ist also eure kleine. Ich kann mal hier so mal schwenken. Ja. Kinders, also was hier so alles steht. Oh, fangen wir damit mal an. Was ist das mal noch? Das ist für den Herrn Wolf, ist es die Mitte. Also quasi das Hauptdrehzentrum. Dann fertig verkabelt. Das ist ja wie auspacken, ne? Wie ein Geschenk auspacken. Ja, genau, richtig. Ja, das ist das Hauptdrehwerk, da wo halt. Wo die ganzen Arme hinterher dran kommen. Die zeige ich dir nachher mal unten auch. Da werden die halt komplett verbolzt. Da sind die ganzen Elektroleitungen, neue Schaltkästen bekommt. Und hier zum Beispiel siehst du die Kohlen. Ja. Kohlen sind dafür da, für Strom. Okay, die habe ich glaube ich bei Dreher schon mal ja. gesehen. Was hier in der Mitte hast du quasi, hast du Schleifringe. Ja. Und die übertragen den ganzen Strom halt hier drauf komplett. Die sind auch in alle nagelneu. Ja, auch alles gespindelt, gefräst, neue Bohrungen drin, neue Bolzen kommen rein. Ja. Das ist, und da fließt so einiges an Strom durch, ne? Oh, ein bisschen, ne? Da habe ich ja immer Respekt vor, ne? Ja. Also da sage ich dann immer, boah, das würde ich glaube ich nicht. Also da würde ich einfach, ich weiß nicht, das ist zwar. Ja, Strom ist auch nicht so mein Gebiet. Nee, also da hätte ich echt Schiss vor. Ja. Oh, guck dir mal die ganzen. Hier sieht man auch nochmal, ne? Die ganze Elektronik, die hinter dir. Quasi das, was du hier immer siehst, ist für einen Arm. Für einen Arm? Für einen Arm. Da haben wir den Antrieb. Das ist ja das geschirmte Kabel, das für die Antriebe. Dann haben wir noch ein Kabel für den Lüfter am Motor. Dann haben wir noch ein Kabel für das Magnetventil der Bremse. Da sind jetzt dann Luftbremsen drin. Und dann haben wir einfach nochmal Gondellicht. Ja. Und halt Drehzahlwächter, aber der fällt beim Wolf weg, weil er halt andere Antriebe hat, also Drehstrom. Ja. Da hat er das nicht. Ja. Ach, krass, ey. Hier kommt hinterher
kommen so Luftblöcke drauf, Verteiler. Dann wird die Luft rumgezogen komplett. Ja, das hat er auch noch. Alter, Wahnsinn. Das ist, wie lange habt ihr jetzt daran gearbeitet? Verkabelung war jetzt ein Tag gewesen. Dann haben wir Sandstrahlen, Grundieren, Lackieren. Oh, jetzt haben wir so 3-4 Tage. Alles drum und dran. 3-4 Tage? Nur gut, ihr habt die jetzt auch mit. Nur für die Mitte, ne? Nur für die Mitte. War natürlich auch alles vorproduziert hier. Die Längen, die Kabel, abgeschnitten auf Länge, isoliert, abisoliert. Alle sind alles drauf. Ja. Jetzt habt ihr jetzt auch schon einige Fahrgeschäfte ja schon durch. Und man sammelt ja auch mit den Erfahrungen. Ne? Das heißt, du weißt ja, du kennst ja jetzt schon so viele Breakdancer. Du weißt ganz genau, wo du anpacken musst. Genau, ne? Wir haben auch komplett alles dokumentiert. Damals von der ersten Anlage an schon halt, welche Schrauben kommen wo rein, welche Güte und alles. Dann haben wir alles auf Lager dann. Ne? Super, ja. Super cool. Ja. Was hast du denn noch hier Schönes? Ja, wir haben hier zum Beispiel haben wir die Gondel für die Intershow. Wo wir dieses Jahr auch dran teilnehmen, ne? Ja, ja, besonders. Ganz groß, ganz, ja, auf jeden Fall, gerne. Ja. Da haben wir die Gondel schon fertig lackiert. Kannst du auch ruhig zeigen. Ja, okay. Ich hatte echt schon ein Geheimnis. Ganz aufwendiges Design gewesen. Also es ist nicht irgendwie Digitaldruck oder so. Es ist wirklich alles komplett lackiert. Und hier noch die Original Glühlampen, ne? Sag ich mal, die ja, Original. Wir haben hinten Echo-Kappen drin. So, warte mal, was ist das mal noch, David? Was? Das ist für die Mustergondel, also für die Ausstellungsgondel, der Arm. Wir mussten ja auch irgendwo, ich sag mal, die Gondel irgendwo befestigen. Da haben wir gedacht, pass auf, wir haben noch einen Arm hier. Den haben wir dann halt lackiert, Airbrush drauf gemacht. Und dann wird hier die Gondel drauf aufgezogen. Das sieht ja, also wir können ja, ich kann euch das mal zeigen, ja. Ich finde es vom Design her einfach hier USA, USA. Und hier das. Die Zahn, also ich finde das vom Design ja richtig geil, ne? Sag mal, macht ihr das? Die, ach, die habt ihr auch. Ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist die Bremse. Ist das geil. Macht ihr das auch oder wer macht das? Das Airbrushen kommt alles von uns, ja. Das machst du auch. Das machen wir auch selber, ja. Also ich sehe schon, du musst auch wirklich, besitzt nicht nur das Grobmotorische, also die riesen Maschinen, ne? Sondern auch künstlerische Ader hast du. Ja, so ein bisschen, ne? Na, also, hoffe ich. Hallo, guck dir das mal an. Ja. Ja, der ist ja wieder so bescheiden, weißt du? Geil. Und was ist das für ein dicker Klotz? Das ist die Hauptwelle für einen Flipper. Ach. Und zwar, wo der Arm quasi so hoch geht, ist er gelagert unten. Und das ist die Welle dafür. Boah. Was kostet so ein Ding? Kann man das, oder ist es, ich glaub, weiß man nicht. Ich glaube, die Welle liegt so um die 5.000 Euro. Boah, 5.000 Euro. Überleg mal, ey, da kaufen sich einige schon ein Auto für. Ja, ja, klar. Ja gut, da steckt auch viel Arbeit drin. Du hast halt du kriegst das Ding ja nicht so zu kaufen. Du kriegst ein Stahlrund, der wird dann komplett mechanisch bearbeitet, gedreht, da kommen Passungen drauf, hier Schmierbohrungen kommen da rein. Hier siehst du nämlich hier das Loch, hier sprühst du oder schmierst du Fett rein, das kommt dann hier raus. Das ist nämlich so und so gebohrt und dann hast du hast Materialzeugnis, du musst Dokumentation machen, du musst eine NET-Prüfung dran machen, du musst gucken, ob der Werkstoff wirklich innen drin fehlerfrei ist. Ja, das Teure sind da wirklich Spezialanfertigungen auch, ne? Klar, das sicher. Ist ja immer das. Das ist kein Standardbauteil, das ist, was wir eigentlich immer hier haben, ist immer individuell. Individuell, ne? Immer eine Sonderanfertigung. Außer jetzt bei den Gondelauslegern, das ist ein Serienbauteil jetzt bei uns. Ja. Aber alles, was wir sonst immer haben, ist immer eine Sonderanfertigung. Ne? Heißt immer neue Zeichnungen erstellen, Rüstkosten haben wir und so. Mhm. Ne? Und da vorne sehe ich ein Audi, die Front. Ja, genau, das ist die Haube dafür. Okay. Das ist die R8 Le Mans Haube. Ganz neu von uns, wir sind der Einzige, der die im Programm hat. Geil. Komplett 1:1. Da kommt wahrscheinlich noch so Lichter rein, ne? Das genau. Wäre ja geil, ne? Also hier kommt ein 3 mm Schlauch rein, bis hier oben hoch, ja. Oder hin, als Standlicht quasi. Und hier innen drin kommt auch nochmal ein Scheinwerfer rein, also ein Glas, also ein Leuchtmittel. Und dann kommt hier oben vor, kommt hier nochmal eine Makrolonscheibe, dass das auch zu ist. Also wie wirklich im Originalen. Wir haben die komplette Form wie beim Originalen gehalten. Also, ich meine, und das sieht man dann da jetzt auf der diesjährigen auch Interschau. Alles, genau, ne? Richtig, genau. Bin ich schon gespannt, wie da das wollen wir die Gondel ausstellen komplett montiert. Ja. Quasi spielbereit. Das Spiel fertig, ja. Und hier, das ist bestimmt ein Lager, ne? Genau, da. Ich kenne mich voll aus, ne? Ja, könntest du anfangen, ne? Nein, das ist ein Elvis-Lager.
Schwenklager, auch für Magic. Da, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und ja, das kommt da rein quasi. Und was kostet so ein Lager? So ein Lager liegst du so bei so 1400, 1500 Euro. Auch so teuer. Scheiße. Verdammt, ich wollte gerade, ja verdammt, ich wollte gerade sagen, komm hier, nimm mich mit. Na, unfassbar. Unfassbar, oder? Unfassbar. Muss ich alles mitnehmen? Ja. Du siehst auch nach vorne, das kann ich dir auch zeigen, da siehst du den Prototyp von der R8-Haube. Oh ja, zeig mal. Das Schwarze hier. Das Schwarze ist ein Vollholzklotz. Das ist Holz. Das ist Holz? Ja, das haben wir vorher zu laufen, die gemessen ja. Das ist komplett voll MDF. Hat circa 110 Kilo die Haube. Boah, Alter. Boah. Das ist die Form, ja. Das ist die Form. Oh, meine Fresse. Das ist der Prototyp, den wir gefräst haben. Der ist ja wirklich mehrere Schichten Holz zusammengeleimt. Ja. Und dann auf unsere Maschine komplett alles gefräst, die kompletten Konturen. Alter, was ihr alles könnt, ey. Das ist ja. Also, ihr seid echt ein Multitasking-fähiges Unternehmen, weil das, was ihr alles selber macht, ja. das findet man nicht häufig. Also, ja. als Unternehmen auch so, weißt du? Ja, gut, wir haben die Maschinen, dann nutzen wir das natürlich auch aus. Ja, ne? Klar, aber deswegen. Das musst du dir ja alles so aneignen. Ja, das auf jeden Fall. Das kannst du ja alles gar nicht klären. Ja, dann wurde hier vorhin Abdruck gemacht. Der Abdruck wurde dann mehrfach geteilt und dann haben wir unsere Form quasi. Und dann entsteht so halt so eine Haube, wie du da eben gerade gesehen hast, oder wie sie hier schon liegen, verkaufsfertig. Also im Grunde genommen braucht ihr das jetzt nicht mehr, kann ich also auch mitnehmen. Das könntest du jetzt mitnehmen eigentlich. Ja, wiegt aber. Passt bloß hier rein. Das passt in dein Auto rein. Ja. Alter, wie geil ist das denn, ne? Und was ist da oben noch? Ist da ein Büro oder was? Fast, die Toilette. Die Toilette. Also mein Büro. Richtig. Und was sind das hier nochmal für das die sind, Dinge? Das sind Staubsaugerboxen. Wir bauen unter anderem auch Staubsauger. Diese Häuser fertigen wir auch komplett selber. Also die bekommen wir halt gelasert und dann werden die halt komplett von uns mechanisch gekantet. Ja. Und komplett montiert und bestückt halt komplett. Ihr macht ja auch so Waschstraßen, ne? Waschstraßen, wir bauen Waschstraßen, die bauen wir auch heute noch. Wie schafft ihr das alles? Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind knapp 30 Mitarbeiter. 30 Mitarbeiter? Ja. Sucht ihr auch irgendwie so auch Leute, weiß nicht, sucht ihr noch Leute irgendwie oder habt ihr noch Bedarf? Ja, wir suchen auch Schlosser. Schlosser? Schlosser. Also. Wir haben jetzt ab Februar fängt jetzt ein Ingenieur bei uns an. Oh. Der macht die Vorkonstruktion für neue Fahrgeschäfte. Oh nee, ne? Ja. Also wird auch noch eigene konstruieren? Da kommen eigene, ja. Wir haben schon drei Anlagen, aber ich sag mal im Katalog. Die sind da. Die siehst du auf dem Blatt Papier schon. Und ja. Die sind aber top secret, also darf noch keiner sie sehen. Die kann ich dir zeigen. Oh, das wäre ja geil. Ja, da können wir ja mal. Ja. Ja. Ja, und hier sind noch so Ersatzteile, alles. Ersatzteile, so, genau, die Staubsaugerbehälter. Ja. Genau. Also diese Ecke hier ist quasi nur für die Staubsauger. Ja, dann gehen wir mal weiter. Weißt du? Ja, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal. Im Stahlbau. Machen wir. Wir wollten jetzt gerade in die Halle gehen und ich habe gerade wieder was entdeckt. Okay, ich entdecke so viel, es sind so viele Überraschungen hier. David, was ist das mal noch hier? Das sind Bügelverriegelungen für ein Frisbee. Damit die Sicherheitsbügel halt geschlossen bleiben. Von so einem Original Frisbee? Ja, genau. Die werden jetzt von uns werden gereinigt, demontiert komplett. Luftzylinder, alles drin, Federn, komplett demontiert. Und dann werden gewisse Maße kontrolliert. Das ist, wie gesagt, hier siehst du ja die Zahnstange. Die haben grob und fein verzahnt, haben wir. Und dann werden halt hier Vermessungen durchgeführt, wie halt der Verschleiß ist. Jetzt sind wir ja bei eurem Hauptgebäude, wa? Ja, genau. Richtig. Direkt das Bürogebäude. Ja. Oben sitzt halt, da ist halt die Chefetage. Ach. Unten ist Konstruktion, also heißt Arbeitsvorbereitung. Und hier ist auch die Warenannahme, ne? Genau, richtig. Ah, okay. Und die Mülleimer. Ja. Oh, warte. Ich sehe hier schon, was ist das denn hier Schönes? Musikexpress. Ja, das ist Musikexpress, genau. Hersteller Mack. Ja. Da werden wir jetzt bei zwei Anlagen die Schäseneisen erneuern. Schäseneisen sind das hier, dieser Winkel hier. Da ist quasi die Basis halt, also ist eine Gondel halt. Mhm. Die werden komplett von uns eins zu eins nachgebaut und bekommen eine redundante Aufhängung. Das bedeutet, laut der neuen Norm muss hier eine Vorrichtung drauf, dass wenn mal eine Ermüdung von dem Haken ist, dass diese Gondel aufgefangen wird. Und das bekommt die Anlage von uns. Einmal für die Firma Welte und einmal für die Firma Krabbe. Die bekommen die von uns neu, auch komplett neu gebaut, wie gesagt. Sandstrahlt, neu lackiert. Ja.
Also das ist ja auch schon wieder... TÜV abgenommen. Ja. Machen wir ja auch also alles sofort. Also macht ihr wieder auch für nicht nur Hustgeschäfte, sondern auch richtig Marktgeschäfte. Wir machen alles, wir machen alles. Also alles. Alles. Ist egal, welcher Hersteller, alle Hersteller. Ja. Ja. Das ist hier schon, das ist für mich schon ein Schmuckstück. Ja. Ja, was Schickes. Super cool. Das ist jetzt aber eine große Halle, ne? Ja. Also, wenn man hier mal klein. Guckt. Was? Klein. Einiges ist klein. Ja gut, für mich ist es klein, ich bin jeden Tag hier, ne? Ja, also ich finde das hier schon riesig, wenn man hier mal guckt. Wir können ja mal weitergehen. Also wenn man jetzt hier auch nochmal guckt. Boah. Können wir mal ganz schön. Dann seht ihr mal, wie groß die Halle ist. Wenn ich jetzt hier mal schwenke, einfach mal. Also ich finde das riesig. Ja. Riesig. Sehr, sehr cool. Was hast du hier noch alles? Ja, was haben wir hier? Wir haben, gehen wir einfach mal durch. Ja. Hier vorne sind Gondelteile für einen Breakdance, für die Gondeln. 16 Stück. Das sind die Vorderteile, wo halt die Hauben befestigt werden. Also es wird quasi aus mehreren Baugruppen zusammengebaut, verschweißt. Ja, und dann halt geprüft, angestrahlt, lackiert und dann fertig zur Auslieferung. Ja. Da vorne haben wir den Prototyp für neue Gondelrahmen von der Firma Nüken. Oh, zeig mal. Ja. Also ein Prototyp, das ist halt wird ein Muster gebaut und da wird hinterher komplett die Polyesterschale drum gehangen, ob alles wirklich für funktioniert. Für Viva Mexico, ne? Genau, richtig. Ja, genau. Erkenne ich hier an der Frau. Ja. Cool. Grüße gehen raus, ne? Ja. Ja, hier haben wir unser Standardprodukt, ne? Ja. Breakdance. Ja, Gondelkreuze, Ausleger. Sind jetzt komplett spannungsarm geglüht worden. Okay. Deswegen halt auch diese leichte Zünderschicht drauf. Sind dann nach dem CNC-Fräsen, nach dem Glühen sind sie halt gefräst worden. Mhm. Dann kommt der Bolzen vorne rein. Dann wird alles 100% geprüft. Also wir prüfen vor dem Glühen und nach dem Glühen, NET prüfen. Vom Bolzen rein, dann geht es zum Sandstrahlen und dann wird bestichtet. Und was ist das für eine riesige Plattform da? Diese Plattform, das ist die Mitte für ein Riesenrad. Für unser Riesenrad. Für euer Riesenrad? Ja. Das ihr also konzipiert habt? Genau, richtig. Wir fangen in, ich denke mal so einen Monat fangen wir an, unser erstes Riesenrad zu bauen. 50 Meter. 50 Meter jetzt, 50 oder? Meter, ja. 6 Stützen. Keine 8. Und das ist die Mitte halt. Und kommt quasi vorne, soll quasi das Logo ersetzen. Da kommen Videopanels rein, P5, 2,8 Millionen LEDs, 37 kW Leistung, 5,50 Meter Durchmesser. Alter, ey. Also eine riesige Leinwand. Da könnte ich ja beispielsweise immer, ja, einen Panzerblock-Trailer, Werbetrailer. Oh, definitiv, ja. Ja. In HD. In HD. In HD. Richtig, genau. Ja. Geil. Ich schwenk da mal rüber. Ja, klar. Sieht da mal, wie groß. Das ist ja erst eine Hälfte, ne? Genau, das ist eine Hälfte. Ja. 5,50 Meter Außendurchmesser. 5,50 Meter. Ja. Deswegen halt zweigeteilt, weil wir das klappen. Ja. Für den Transport. Ist ja geil. Hier vorne haben wir noch. Hier ist es wieder so eine Bühne, wieder so eine kleine Überraschung. Ne? Ja, genau, richtig. Guck gleich mal an hier. Oh. Hier haben wir die Kreise. Die sind jetzt auch fertig. Und gefräst worden, MET geprüft. Da siehst du das ganze Weiße. Da überall. So. Die sind jetzt auch fertig zum Sandstrahlen und auch zum Beschichten. Ja. Und dann weg damit, ne? Dann weg damit. Und dann Abschuss so. Richtig. Und dann Facelifting. Richtig. Wird dir bei sowas irgendwie schlecht oder kannst du alles fahren? Ich fahre alles. Du fährst alles? Ich fahre alles, ja. Volle Pulle und... Volle Pulle. Und egal wie hoch. Ah, nur nicht runtergucken, ne? Wir können ja nochmal hier da hinten mal rausgehen. Ja. Da ist ja noch, aber die gehört euch nicht, die Halle, die nächste, ne? Ja doch, die gehört uns auch. Unfassbar, ne? Fassbar. Ja, dann gehen wir da mal hin, wa? Ja. Hier ist ja noch eine Halle, David. Genau, richtig. Was ist das mal noch? Jetzt sind wir hier vor der CNC-Halle. Ja. Und da steht was Schönes auf der Maschine und das zeige ich dir jetzt. Alter, ich sehe da hinten schon was Großes. Ja, also ja. Ich weiß aber nicht, was es ist. Also ich bin schon sehr gespannt. Also für mich ist es ja hier so wie Weihnachten, weißt du? Also hier stehen so viele schöne Gesichter, wollte ich sagen. So viele schöne Gesichter, stimmt ja auch. Auch ja. So viele schöne Sachen, die würde ich am liebsten einpacken und mitnehmen. Ja. Aber das, glaube ich, passt nicht in meinem... Auto groß ja, ein Volvo, aber leider kein LKW. Nicht wirklich. Ihr kriegt ja noch einen LKW, einen Volvo, ne? Na, am 12. Am 12. Ah, hätte ich gerne noch gesehen. Aber naja. Ich schicke dir ein Bild. Ich schicke mir mal ein Bild. Also, gut. Ne? Ja, dann gehen wir mal hin. Gehst du mal vor?
So, kicken wir mal, wa? Also hier wird quasi die komplette mechanische Bearbeitung gemacht. Ja. Heißt drehen, fräsen. Oh. Okay, das. Was ist das denn? Das ist der Mittelbau von dem Herr Wolf. Den haben wir, oder sind wir gerade dabei, General zu überholen. Haben wir jetzt einmal grundiert in schwarz. Ja. Und jetzt kriegt er noch ein paar Fräsarbeiten dran, weil dieser brägt uns nicht so wie die anderen, sondern er hat zwei Hauptantriebsmotoren. Und geräuscharm. So, und da die Konsolen neu sind, müssen die Flächen zur Kugeldrehverbindung gerade sein. Okay. Also quasi eine mechanische Bearbeitung. Ja, und die führen wir gerade hier durch. Komm, gehen wir mal rein, ja. Jawohl! Vorsicht, ne? Rutschig? Ja. So. Hier kommt ja die Hauptkugeldrehverbindung drauf. Das Hauptdrehwerk. So, die haben wir einmal nochmal nachgesetzt, also heißt Span abgezogen. Und hier kommen die Motoren drauf, Motorengetriebe. Da die Konsolen neu sind, müssen wir natürlich eine gewisse Parallelität haben. So, und die machen wir durch die CNC-Arbeit. Dass wirklich alles 90 Grad zueinander ist. So. Und die neuen Konsolen. So. Aber das ist so auch wie groß das Ganze ist. Ja, klar. Wir haben circa der Mittelbau ohne der Achse vorne circa 11 Meter lang, 8,5 Tonnen, 9 Tonnen schwer, nackt. Also. Ja. Das ist echt krass. Das ist alles wunderschön. Für so einen nackten Mittelbau schon, ne? Ja. Ja. Der Vorteil an dieser Anlage ist, also für den Betreiber, der hat einen geräuscharmen Antrieb. Heißt, den hörst du nicht. Ja. Ab Dreh haben wir noch bei dem kleinen, ne? Bei dem Rekordzahl 1. Ne, die haben die normalen Getriebe. Die normalen Getriebe, ja. Ja. Das Problem ist, was viele auch haben, ist ja halt Geräuschkulisse. Wenn du dieses Heulen hast, viele mögen es. Ich mag es. Ich mag es auch. Aber es gibt natürlich wieder Platzmeister und so, die gucken da drauf. Oder halt Anwohner, die beschweren sich dann. Deswegen hat der Wolf halt umgebaut. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn. Willst du mal in die Maschine rein? Ja, logisch. Na komm, dann gehen wir mal. Da fragst du noch? Ja, komm, dann gehen wir mal. Zeig mir einfach alles. Zeig dir alles. Komm, gehen wir mal hier rum. Jawohl. Sollen wir mal hier durchgehen? Ja. Oh, ist ja auch noch ein Büro. Ja, ja. Guck mal, hier kann ich mal ein Video schneiden. Ja, genau, richtig. Oh, cool, ey, das ist echt wie Weihnachten heute. Jawohl. Unfassbar, das sind nur Muskeln, die da haben. Ja, genau. Ja, hier sieht man die Maschine halt von hinten. Oh. Ganz die Technik der Maschine. Ja. Allein, wenn du dir das mal anguckst. Ja, ja. Stickstofffelder. Alter, Wahnsinn. Das ist alles hier Schallschränke. Ja, ja. Ja, und hier ist die ganze Elektronik drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier haben wir den Werkzeugwechsel. Ja. Das heißt, die Maschine, du programmierst bei der Maschine, ich brauche jetzt den oder den Fräser, den Bohrer, den nimmt die Maschine sich selbstständig. Komplett. Der fährt dann hier rum und macht dann den Werkzeugwechsel. Komplett Wahnsinn. Selbstständig. Aber das sieht auch hier, ne? So, hier siehst du nochmal die ganze Größe, wie wuchtig das alles ist, ne? Und hier, oh, guck dir das mal an. Na gut, du kennst es ja, aber. Für mich ist das normal, ne? Für dich ist das normal. Für mich ist das hier. Die ganzen Kabel werden auch für Schläuche von der Maschine halt. Ne? Ja. Wahnsinn, ey. Komm, dann gehen wir mal in die Maschine rein und dann fahren wir mal ein bisschen hoch. Oh, ich bin so schlank. Das ist unfassbar, oder? Ich bin noch nie so gelungen. Das ist ja wie im Fahrgeschäft hier, ne? So ungefähr, ne? Also, wenn du hier so die ganzen Knöpfe siehst. Also, du musst alles programmieren. Ja. Das machst du komplett nach Zeichnung oder du kannst natürlich auch Dateien einlesen. Ja. Natürlich haben wir hier immer Bauteile, das ist nicht immer so wie auf Bezeichnung. Deswegen programmieren die Mitarbeiter alles per Hand selber. Okay. Ja. Krass, ey. Jetzt fahren wir hier hoch. Können wir mal sehen. Boah. Und jetzt gleich Freefall, ne? Ungefähr. So Freifallturm oder sowas. Und das Weiße, was ist das? Das oben drauf zum Beispiel, oben das Weiße, das ist die Aufnahme für den Kugelturm. Ah, okay. Da kommt das Getriebe drauf für den Kugelturm. Oder fürs B, wenn man einen hat. Kommen wir gleich mal raus hier? Jawohl. Ja, das war schon mördermäßig geil. So, hier zum Beispiel, da kommt die Abstützung rein. Ja.
Da kommen zum Beispiel auch neue Bohrungen und neue Bolzen. Und jetzt tastet die Maschine die Originalbohrung an, von oben nach unten, wird dann vermittelt und dann kommt da halt eine neue Bohrung rein. Und das macht die Maschine jetzt gleich. Okay. Da siehst du gleich, wie sie schwenkt, siehst du? Du musst dir vorstellen, die Maschine weiß im Endeffekt gar nichts. Ah. Die weiß gar nichts. Die Maschine weiß nur das, was der Programmierer oder der Bediener ihr sagt. Also im Grunde genommen ist die Maschine, das bin ich. Sozusagen, ich weiß gar nichts. Genau. Hat er die obere Bohrung aufgenommen? Ja. Gleich. Da sind immer so Kleinigkeiten, die dauern halt. Ne? Aber ja. Da kriegt man eigentlich so als Außenstehender gar nicht mit. Denkst du, ist nur eine Bohrung, da ist ja 5 Minuten fertig. Ja. Fußkuchen. Von wegen, ne? Genau. Aber gerade das ist mal interessant zu sehen, weißt du? Ich finde das schon mördermäßig interessant. Jetzt wird sie die obere umgenommen, jetzt schwenkt der Kopf gleich. Oh, nein. Wieder sich einmal. Jawohl. Mein Computer braucht ja auch mal ein bisschen länger zum Hochfahren. Naja. hast bestimmt noch einen 486, ne? Nee. Da siehst du den Kopf. Oh, der macht sogar Looping. Ja. Jawohl. Hat sogar auf Kopf stehen. Geil. Dann nimmt er halt die untere Bohrung auf. Damit gucken wir natürlich auch, ob die beiden Bohrungen zueinander fluchten. Wenn sie nicht fluchten, dann müssen wir fluchten machen. Okay. Weil muss halt alles gerade sein. Ne? Ja, ja. Ja. Gerade da muss ja wirklich alles präzise und super genau sein. Ja, ja, klar, sicher. Das ist wie bei einer Achterbahn, das ist genau dasselbe. Ja, so ist es. Ja, die Anlage ist 30 Jahre alt, du hast da einen gewissen Verschleiß drin. Das ist nun mal so. Und ja. Aber guck mal, das sag ich ja immer wieder, das siehst du gar nicht, dass dieses Fahrgeschäft über 30 Jahre ja. Weil da kann man auch wieder sagen, die Schausteller gepflegen ihre Geschäfte. Also wir, auf jeden ihre, Fall. Ne, die, auf jeden die Fall. Deutschen ihre Autos. Ne? Na gut, dann ist denen ja Arbeitsgerät, damit verdienen die Geld, ne? Ja. Ja, das ist so ein Absicherung, oder? Genau. Ja, so eine Maschine muss halt laufen, ne? Ja. Das ist einfach so. Ja. Ja. Zurück. Ja, du musst ja überlegen, so Löcher sind nach den Jahren, die sind ja nicht mehr rund, sondern die sind oval. Okay. Übertrieben gesehen. Ja. Ja. Du musst dann so genau vermitteln komplett, dass wir beide Löcher sauber kriegen auf dem Übermaß. Das heißt, da ist jetzt eine 70er Bohrung original drin, wir gehen auf 75 mm und kriegen natürlich auch 9 Bolzen und dann ist alles perfekt. Da hat kein Spiegel mehr, der Arm, der hier reinkommt, weil ist alles gerade. Ja. David, wo hast du das alles so gelernt? Weil du hast ja wirklich, ich merke schon so, von gar nicht. Ahnung. Gar also, nicht. Das kann man, glaube ich, auch alles gar nicht lernen. Ne? Nee, bin ich gelernter Karosserie- und Fahrzeugbauer. Ah. Jo. 2009, 5.1.2009, ich habe bald 10-Jähriges, habe ich hier angefangen als normaler Schlosser. Und habe mich halt immer schon mit Fahrgeschäften oder für Fahrgeschäfte interessiert. Und wir haben in der Nachbarschaft haben wir viele Schausteller sitzen. Und ja, bei einem ist schon eine Freundschaft entstanden und so kam das hinterher halt. Ne? Dann konntest du mal was schweißen, kannst mal einen Bolzen machen, so kam das. Und dann haben wir einen Schausteller hinterher kennengelernt, den William Bruch, mit dem Breckens auch. Und da kam das heraus mit der Norm, dass die neue Gondelkreuze brauchten. Und so fing das halt alles an. So sind wir quasi auch in der Szene reingerutscht. Ja. So ist das, ja. Cool, ey. Oder hast du damals auch, weiß ich nicht, so Modelle oder baust du auch Modelle? Nein. Hast du keine Zeit für, ne? Nein. Ja, ich bin überwiegend hier und dann alles vernünftig läuft. Du baust große Modelle. Ich baue große Modelle, ja. Sag mal, Wechsel. Das heißt, die Maschine holt sich jetzt das Werkzeug, was sie braucht, beziehungsweise das, was der Alex halt jetzt hier programmiert hat. Holt sich das Werkzeug selber? Der holt sich den selber aus dem Magazin raus. Da. Kannst das Magazin natürlich bestücken, wie du möchtest gerade. Ja. Und das wird dann halt in der Maschine eingespeichert. Dann sagst du, pass auf, ich brauche jetzt einen Schaftfräser. Der sitzt dann zum Beispiel auf Position 9 und den zieht er sich jetzt raus. Genau. Holt er sich das Werkzeug raus. Und den Taster quasi. Ohne Taster geht gar nicht bei der Maschine. Ja. Weil die Maschine muss ja halt wissen, wo ist mein Bauteil, wo soll was hin. Steckt er dann da rein. Ist er wieder sicher?
schön Gräber. Wäre aber ein teures System, ne? Ja, und ist auch ein bisschen zu groß für unterwegs. Ja, ne? Genau, richtig. Was ist das denn? Ja, das ist mein Akkuwechsler. Dann zum Beispiel beim Fräsen, beim Bohren in der Maschine können wir halt mit Luft kühlen, ja. Oder wir können halt mit Flüssigkeit kühlen, ne? Ja. Also beides. Ja. In dem Fall werden wir jetzt, glaube ich, mit Luft kühlen und ist ja gleich wieder schön am Glänzen. Ja. Da haben wir noch die Halsstärke. Und los geht's. Ja. Nicht hier die ganzen Späne fliegen. Das sind halt die 5 mm im Durchmesser, die wir jetzt gerade abnehmen. Vorteil natürlich an solchen Maschinen ist die Genauigkeit. Ja, ja. So, das musst du halt, gerade auch wenn du Fahrgeschäfte baust oder revidierst, du musst sowas haben. Du kannst jetzt nicht anfangen mit einem Akkuschrauber oder weiß der Henker eben. Dann ist auch nicht gerade das Ganze. Kostet natürlich dementsprechend auch, ne? Das ist schon mal so, wegen der Maschinen halt. Aber das ist natürlich auch eine 100%ige Qualität. Ne? Muss man ganz ehrlich dazu auch sagen. Hier steht ja, wie gesagt, für Qualität. Ne? Also lieber qualitativ als bei uns, als wenn ich das so einen halben Tag mache. Richtig, genau. Bin ich deutscher Maschinenbau. Ja, richtig. Einer ja, oberste Loch fertig. So schnell geht das? Ja, ich sage das. Das Tasten, das Programmieren dauert meistens länger wie die Fräserei. Ja, ne? Es ist einfach so. Und dann macht man mit so einer Maschine auch so Firmware-Updates und so einen ganzen Kram? Oder was? So ein Firmware-Update wie beim Computer? Ja, gibt's auch, ja. Gibt's auch, das, ne? Bekommen wir dann vom Hersteller. Ja. Da sind wir auf Fernwartung. Da sind wir verbunden und verknüpft mit dem Hersteller in Italien. Selbst wenn wir auch ein Problem mit der Maschine haben, die können in Italien sehen, was mit der Maschine ist. Die sehen's. Da ist also auch alles komplett vernetzt. Ja. Also da siehst du auch mal, dass das Computer, Elektronik, hier Maschine, alles miteinander verknüpft ist. Ne? Ja, genau. Oh, Lupin, jawoll. Also ich bin auch immer wieder erstaunt von diesen großen Maschinen. Ne? Ja. Ja, ja. Es gibt natürlich Maschinen, die sind noch größer. Ne? Also, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Echt? Es gibt noch größere Maschinen. Zum Beispiel, du kannst die Maschine erweitern, das Maschinenbett hier unten. Kannst du erweitern, 25 Meter, 30 Meter, ja klar. Wenn du noch genug Geld hast, kannst du dir auch 2 Maschinen hinstellen, die fahren dann parallel zusammen. Oh Alter, wie geil. Aber du brauchst eine größere Halle denn, oder? Ja, und viel Geld. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Oh, wer weiß, was noch kommt, ne? Ja. So, das war jetzt die Halle, ne? Ja. Ja. Jetzt sind wir raus auf den Hof. Auf dem Hof, okay. Ja, auf dem Hof. So, hier sehen wir zum Beispiel vom Breckenz die Hauptausschläger. Davon gibt es 4 Stück. Hier oben drauf kommen die Gondelkreuze, Kugelrehverbindung, Gondelkreuze, Trommel, Ausleger. Ja. Das ist ja schon für einen Fan, ich sag mal, Heiligtum, ne? Ja. Also wenn man das verkaufen könnte. Nee. Aber das kannst du ja gar nicht transportieren. Nein. Was wiegt noch mal so ein Ding? Der wiegt, der müsste, ich glaube, so um die 700 Kilo wiegen. 700 Kilo? 700 Kilo nackig. So wie der halt hier liegt, ne? Ja. Krass, ey. Alter, Alter. Wahnsinn. Das ist wertvoller wie Gold. Aktuell haben wir, wie gesagt, haben wir 2 Breckdänzer gerade zur Generalüberholung. Ja. Einmal von dem Herrn Wolf. Der andere werdet ihr bald sehen. Ist doch geheim. Ist doch geheim, richtig. Ja. Hier sind die Ausleger von dem Herrn Wolf. Die sind schon fertig gefräst, Gesandtstrahl grundiert, neu lackiert. Die sind komplett quasi jetzt einbaufertig.
guck das an. Und hier schön mit SAD alles. Ja, schön, ne? Ja. Dann machen wir hier so ein. Ach cool. Liefert ihr frei Haus zu mir nach Hause? Nein. Ich möchte es gerne an die Packstationsadresse. Ja, genau, richtig. So, dann haben wir natürlich auch noch 8 weitere Ausleger. Also von der Radscheibe, wie gesagt, 4 von den großen. Dann haben wir noch 8 von den Fachwerkauslegern. 4 Stück davon sind geteilt. Das sind die äußeren, die werden zusammengeklappt, damit wir halt auf der Schaustelle halt auf eine Transportbreite von 2,50 Meter kommt. Hier sehen wir sie. Wie gesagt, da sind links die geteilten, die kommen jeweils nach außen. Und das sind die langen, die kommen mittig. Auch fertig lackiert. David, ich hätte ja nie gedacht, dass das so groß bei euch ist, ne? Weil ich war jetzt erstmal überwältigt. Ich dachte erst, ihr hättet nur eine Halle. Ja. Ist das nur? Aber schon eine große Halle. Aber das sind ja gleich mehrere. Und dass das so groß ist, ja, wir haben jetzt schon. Aktuell haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Hallen. Ja. Eigentlich noch zu klein. Noch zu klein? Wir sind noch zu klein, ja. Gut, das war damals, wo der Herr Schneider die Halle halt gebaut hat. War das nie im Gespräch gewesen, Fahrgeschäfte. Ne? Wir haben für Industriekunden bedient, wir haben oder bauen immer noch Waschstraßen, bauen wir und ja, Lohnfertigung. Aber Fahrgeschäfte ist jetzt 80% Auslastung. Wie kam das denn auch nochmal dazu, dass ihr auf Fahrgeschäfte umgemünzt seid? Oder was das zusätzlich auch noch dran wie sagt man? Die Fahrgeschäfte restauriert. Wie hat das alles so begonnen? Generell mit den Fahrgeschäften? Ja. Das fing, also ich bin seit 2009 bin ich hier. 5.1.2009, hab bald 10-Jähriges. Du kriegst gerade bald einen Präsentkorb. Oh, schön. Ich bin mal gespannt. Nein, und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen immer schon so für Fahrgeschäfte interessiert. Und wir haben viele hier Schausteller in den Nachbarn, im Umkreis, genau, richtig. Einer davon ist ein guter Freund geworden von mir. Und dann fing das an, kannst mal was schweißen, kannst mal ein Bolzen machen. Ja, haben wir so gemacht. Und irgendwann kam halt die 13 nach 14, die neue Norm für Fahrgeschäfte. Da habe ich den William Bruch kennengelernt. Hat natürlich auch einen Breakdance. Und so fing das an. Mit den Gondelkreuzen, der brauchte Gondelkreuze. Haben wir uns um gekümmert, mit dem TÜV gesprochen, mit dem Statikerbüro. Die Anlage vermessen und. Ja, und dann haben wir alles soweit fertig gehabt. Haben wir einen Prototyp gebaut, also einen Ausleger halt. Und war noch nicht vom TÜV genehmigt, hat aber schon so die Runde gemacht, dass wir 10 Blindvorbestellungen hatten. Das gibt's ja nicht, ne? Ohne dass wir einen TÜV-Stempel hatten. Alter. Und dann haben wir auch hinterher natürlich dann TÜV bekommen, war alles okay gewesen. Ja, ja. Und dann haben wir sofort angefangen zu bauen. Aktuell haben wir bis jetzt ausgeliefert oder umgerüstet 34 Anlagen, Breakdancer umgebaut. Und general überholt, so wie gerade beim Wolf, was du gerade gesehen hast. Haben wir jetzt gemacht, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Generale überholt. Und du sag mal, wenn ihr so ein Fahrgeschäft fertig habt, ne, und das vom Hof fährt, so, da ist man doch bestimmt auch so ein bisschen stolz drauf. Auf, ne? Jeden Fall. Auf das Ergebnis. Auf jeden Fall. Also nicht nur der Schausteller natürlich auch, der zufrieden ist und sagt, ja. Mensch, sieht cool aus, bin so total happy, sondern ihr selber mit Sicherheit auch. Ne? Auf jeden dass Fall. Dass man ein Foto nochmal macht und sagt, so, jetzt kann das Baby rausfahren. Ja, genau. Ja gut, der hängt ja auch, ich sag mal, da hängt ja schon so ein bisschen Herz dran. Ne? Ja. Du siehst eine Anlage, die kommt, die ist 25, 26, 30 Jahre alt, dann wird sie komplett zerpflückt. Es ist ja wirklich komplett entkernt. Alle Schrauben ab, alle Schläuche ab, alles. Und dann fängst du an. Sandstrahlen, grundieren, lackieren, wieder zusammenbauen. Dann legst du dir aber natürlich auch vorher noch ein Thema. Die kommen nicht einfach hin und sagen, ja, mach mal irgendwas. Ja. Wir machen natürlich auch vorher, machen wir so ein bisschen mit Photoshop, wie könnte die Anlage aussehen. Ja. Also sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket bietet ihr an, ne? Also wenn jetzt ein Schausteller keine Idee hat und sagt, Mensch, schlag mir irgendwie was vor, dann macht ihr so und so, könnte das aussehen, möchtest du das so haben, dann machen wir das auch. Genau, richtig. Also ihr lackiert ja auch alles, ne? Wir machen alles, ja. Wir machen Lackiererei, lackieren, wir machen Airbrush, wir machen Pinstripe. Pinstripe ist, mit Pinsel ziehst du Konturen. Da könntet ihr sozusagen auch mein Auto airbrushen. Könnte man machen. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Ja. Nein, letztes Jahr war dann, haben wir den, ich sag mal, vom Fahrgeschäft her die größte Anlage für uns gemacht. Das war der Zirkus. Also das war. Hammergeil. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr kompliziert auch von der Demontage, Montage und sehr schwer alles.
Ja. Sehr, sehr schwer. Was wiegt der so jetzt an? Ich glaube, Transportgewicht ist, glaube ich, knapp 50 Tonnen. 50 Tonnen? Ja. Aber du, ich bin ja so fasziniert von der Konstruktion, ne? Die ist Wahnsinn. Die ist Wahnsinn. Also, wenn er Gas gibt und liebst du auch so Fahrgeschäftsgeräusche, ja, wenn du die Kraft. Du musst die Anlage hören. Das meine ich. Das ist, so, das ist auch meine Meinung, auch wie beim Breakdance. Also, ich finde persönlich dann auch schön, wenn er heult. Ja, ne? Wenn er richtig heult. Ich mache das manchmal zu Hause, dass ich dann die Lautsprecher volle Pulle fahre und dann denken schon die Nachbarn, was ist mit dem denn schon wieder? Was ist denn? Was guckt der da? Ne? Und dann hörst du schon entweder Achterbahn-Kuretta oder ein Fahrgeschäft oder ein Breakdance, der was anfährt. Weil ich krieg da Gänsehaut. Ja. Also, und das ist gut zu hören, dass es auch mehrere Leute gibt, die sagen, Mensch, das finde ich cool. Ja. Also, ja, das hatten wir beim Zirkus-Zirkus-Sau. Wir haben ja den ersten Probelauf, den haben wir in der Halle gemacht. Also gerade eben reingepasst. So, und dann stehst du natürlich fast hinten an der Wand, ey, und dann gibt der da Gas. Ne? Also auch vom Geräusch her und so, da war Wahnsinn. Da habt ihr auch ein Video gepostet auf eurer Facebook-Seite, können wir schon mal erwähnen. Also like die Facebook-Seite von der SAD, ne? Verlinke ich euch in der Videobeschreibung, schaut da mal rein, weil ihr postet auch regelmäßig schon Bilder. Genau. Wenn du es auf dem Betriebshof ist oder auch mal so Videos, wenn, wie gesagt, wenn Breakdancer drinsteht oder Magic und so kleinere Videos macht ihr mal und das lohnt sich schon. Also liked es, unterstützt es, ne? Und ihr habt immer mehr zu tun. Ja. Also wir werden von euch sehr, sehr viel hören. Wie viele Geschäfte habt ihr jetzt aktuell hier? Waren das 8 oder? Ich glaube 10 oder 12. Ja, überleg mal, da kannst du. Du hast so viele, in Anführungszeichen, ja, weitere Baustellen. Also da ist das. Ich sag immer, das ist kein Chaos, das hat alles Sinn und Zweck. Wir können hinten nochmal hingehen, für den Wolf, für den Breakdance, haben wir da die Endschilder. Ja. Haben wir jetzt auch fertig geairbrushed, lackiert. Kommt jetzt halt nur noch Klarlack drauf und das wird halt morgen gemacht. Nur damit du schon mal siehst, wie sowas halt ohne Klarlack aussieht. Ja, okay. Siehst du hier. Cool, hier. Zum Auge, ja. Ja. Ach, das wird auch toll. Und wo geht's da hin? Toilette oder? Da ist die Lackiererei. Okay. Ach ja, hier siehst du die Füße, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Wie in den Fräsen. Ja, ja. Das sind die Füße dafür. Ah, krass. Das ist da alles abgeklebt hier, deswegen siehst du. So, ja. Mach mal. Das ist auch das. Oh ja. Krass. Boah. Das ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Muss mal reingucken, ob da was drin ist? Ja, mach mal. Ja, ist was drin? Ja? Ja, ist was drin. Okay, und dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. Aber kein Breakdance. Oh, schade. Oh. Wir haben ein bisschen Wärme jetzt auch drin. Oh, geil. Kabine können wir aufheizen bis auf 75 Grad. Was? 75 Grad. Oh. Das ist quasi Mittelsäule. Warte mal, ich mach mal so. Was ist das? Das ist quasi die Mittelsäule für ein 12 Meter Bodenkarussell. Ja. Wo so halt Pferde drauf sind, die immer hoch und runter gehen. Die fertigen wir gerade auch. Zwei Anlagen. Und dann nochmal ein kleines Bodenkarussell. Hat auch 10 Meter Durchmesser. Ja. Das ist quasi das Zentrum halt. Na, guck mal. Aber wir sind jetzt gerade hier in Lübeck, also alles gelobt. Wir sind hier im Lübecker Funfair-Block-Studio. So sieht mein Studio aus. Das ist alles normalerweise grün. Ja. Für einen Greenscreen. Ne? Also hier können wir auch die Temperatur einstellen, ne? Wenn ich jetzt ein bisschen warm haben möchte. Und ihr kennt vielleicht die knackende Heizung. Die läuft gerade, hört man gerade. Ja, ja. Die knackt so ein bisschen. Die Heizung, ne? Und die Absaugung läuft. Ja. Oh Mann, ey, super. Allein das Geräusch ist irgendwie. Weiß auch nicht. Das ist unfassbar, oder? Ja, oder? Das richtig, das hörst du schon richtig nach Kraft, die kann was. Ja. Ach, geil. Wahnsinn. Also ihr könnt ja auch wirklich alles mal lackieren. Genau. Mein Auto lackieren. Große Teile geben wir in eine externe Lackiererei. Okay. Da können wir bis 65 Meter lackieren. Bis 65 Meter lackieren. Lackieren sowie auch Sandstrahlen. Ja. Und Alter, deswegen auch die Volvo-Maschine, damit wir unsere eigenen Teile auch jetzt selber hin und her fahren können. Die ja jetzt am, wann war das nochmal? Am 12. kommt. Am 12. holen wir sie ab. Ja. Natürlich ein Volvo, oder? Ein Volvo. Ja. FH500. Wie viel? 500 PS hat er? 510. 510 PS. 510. Aber die brauchst du, glaube ich, auch, ne? Weil wenn du ihr müsst ja viele schweren Sachen transportieren. Ja. Genau. Und wenn ihr dann mal irgendwann Kasterberge mal fahren solltet. Wo ist er denn? Das ist egal. Okay. in München. Deswegen auch Kasseler Berge. Ja.
gehen wir mal, wie heißt das mal noch? Andere Seite von der kleinen Halle. Eine kleine Halle, ja. Die andere Halle, genau. Alter. Die haben wir, wie gesagt, auch, was ich gerade gezeigt habe, da sind die Ausleger von dem Boden raus hin. Ja. 12 Meter. Kommen oben drauf. Die werden noch verzinkt. Ja. Alle komplett. Wo dann hinterher, also da laufen Kurbelwellen drüber und darüber machen die Pferde halt diese Bewegung. Also was du alles, weißt, also beschäftigst ja auch in, was machst du noch in deiner Freizeit? Beschäftigst dich, also surfst du auch? Freizeit? Ja, hast du ja nicht. Baust du auch zu Hause an einem Fahrgeschäft irgendwie oder? Nein, nicht wirklich. Eher in einem Audi, ne? Ja, komm. Hier haben wir eine Plasma, hier haben wir eine Plasmaanlage. Die schneidet Bleche, Plasma ja. 15 mm okay. Und Autogen 200. Da geht der Chef. Ja, also fort. Quasi so dick schneiden wir damit. Ja. Stahl durch. Okay. Krass. Ja. Was auch für eine Kraft hat, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, da können wir, da brennen wir, sagen wir so Formen wie hier. Das sind eigentlich alles Blechplatten, die hier drauf kommen. Ach, das hier, oder was? Ja. Da kommen Blechplatten drauf, da werden zum Beispiel solche Teile gebrannt. Da ist jetzt Plasma geschnitten. Ja. Ja. Oder so Scheiben werden da rausgebrannt. Du kannst jegliche Form daraus machen, halt. Was geht. Wahnsinn, ja. Also. Ja, was haben wir sonst noch hier? Da, Aufbau. Was ist das für? Das hier ist ein Aufbauhydraulik-Aggregat vom Breakdance. Auch von dem Herrn Wolf. Das ist jetzt fertig, das ist General überholt worden. Alles komplett demontiert, gereinigt, sandgestrahlt. Ja, komplett General überholt. Guck mal, da sieht man auch. Und das ist jetzt wie alt eigentlich? Was 30 hast du? Jahre. 30. Guck mal, Kinder, das ist 30 Jahre, das würde doch keiner glauben. Guck dich mal an. Lage neue Magnetspulen hier oben drauf gemacht, weil durch die Zeit, wenn hier Feuchtigkeit reinkommt, die Stecker oxidieren, ja. Dann ist alles komplett neu befüllt. Also auch Schauglas, Ölschauglas drin, Lage neues. Also ist top. Hier sehen wir zum Beispiel für dieses 12 Meter Karussell, da sind schon mal die ersten Einzelteile, coole Drehverbindungen, ja. Dass sich alles schön vernünftig dreht. So. Und das ist das so noch, das ist aber schon ein riesiges Ding, ne? Nee, das ist, oder ist Spielzeug, das ist klein. Das ist für dich klein? Das ist klein, ja. Oh, ja. Ich sag mal, so groß wird es so ab so 2 Meter. Oh. Und beim Zirkus haben wir da, glaube ich, 2,30 Meter, glaube ich, gehabt. Ja, schon ein bisschen größer. Und 3 Tonnen schwer. 3 Tonnen schwer? Ja, die kannst du ja so hochheben. Ja? Also ich. Ja, also jetzt auch nicht mit rumlaufen, ne, aber so hochheben. Ja. Das ist immer ein Thema. Das ist alles Muskeln. Stahlbauer, ey. Genau, richtig. Ja, also ja geil, so. Ey. Hier sind zum Beispiel die Rohlinge für die Bremsen von unseren Brechdance-Auslegern. Mhm. Die werden auch mit dieser Maschine werden die geschnitten aus dem Stahlbrech komplett. Ja. Und dann werden sie mechanisch komplett bearbeitet. Du siehst hier. Es ist nichts geschweißt, alles komplett gefräst, Löcher reingeschnitten und obendrauf nochmal gefräst. Hier ist die Zentrierung für den Reibbelag, der dahinter drauf kommt, der wird drauf genietet. Das muss ja auch alles wirklich super präzise sein, ne? Das ist ja wirklich auch Feinarbeit. Ne? Das ja, ist zwar auch grobe, wie sagt man, grobe Arbeit, aber es ist ja wirklich, da muss ja alles präzise super alles genau perfekt, sein. Alles perfekt, genau. Ne? Ja. Ja. Bei unseren Auslegern ist es so, du kannst wirklich jedes Bauteil tauschen untereinander. Das heißt, von der ersten Anlage bis Anlage 34, du kannst es tauschen. Mhm. Ich sehe schon den Einkaufswagen. Ich würde jetzt am liebsten alles einkaufen. Ja, genau, richtig. Das ist wie ein Einkaufshaus hier für mich. Ja, genau. Wir bringen mal einen Zahn rein für Breakdance. Ja. Haben wir da. Ja? Haben wir da. Habt ihr da? Mhm. Ja, ein Zahnrad, ja. Cool, oh, Klaus, ich hätte gerne noch einen Zahnring. Was kostet was? Was denn? Ein Zahnriemen für einen Breakdance, was kostet was? Kann man das sagen? Oder? Ein Zahnriemen. Keine Ahnung, was kostet das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Also, aus dem Kopf weiß ich das nicht. Lars, für mich ist das hier schon wie ein Paradies, ne? Ja? Ja, ohne Scheiß. Ich komme gar nicht am Staunen mehr heraus. Allein wie ich jetzt hierher gefahren bin. Da habe ich hier schon zig Fahrgeschäfte hier stehen sehen, ne? Und das ist für mich wie Weihnachten. Also das ist so wie du stehst vor den Geschäften, vor den Ersatzteilen mit einem offenen Mund. Ja, das sind halt im Moment sehr viele hier, ne? Also wie viele habt ihr jetzt? Was waren das? Ich habe schon wieder vergessen. 8? 10? 9? 10? 10 bis 12 irgendwie haben wir im Moment hier. Und das für dich so normal und nichts irgendwie? Ja, im Winter ist das schon mal ein bisschen mehr. Im Sommer ist dafür ruhig. Wir sind im Sommer nur 1, 2, 3 hier, ne?
Ich habe ja, wir haben uns ja zuletzt auf der Interschau-Messe in Neumünster gesehen, ne? Und wie ist die für euch gelaufen? Also ihr habt bestimmt einen recht großen Zuspruch, ne? Ja, war schöne volle 3 Tage, ne? Ja, hat sich das für euch gelohnt. Und jetzt seid ihr wieder auf der Interschau, ne? Ja, genau. Bei der 70. glaube der 70. Delegiertentag in Essen. Ja, genau. Und da ist euer Stand auch größer, ne? Ein bisschen größer, ja. Bisschen größer. War das dreimal so groß? Ja, ich mindestens, ne? Da komme ich euch auf jeden Fall auch besuchen, da bin ich schon sehr gespannt, was ihr da wieder anbietet. Und ja, wie geht's dir? Frohes neues Jahr, habe ich dir schon gewünscht, ne? Ja, habe ich schon. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Guten Morgen gesehen. Ja. Und ich habe ja erfahren, ihr wollt auch eigene Fahrgeschäfte produzieren, ne? Ja, wir werden auf der Messe jetzt einige vorstellen. Ja. 4 an der Zahl, glaube ich, ne? 4 Stück, ja. Die jetzt so weit sind, dass wir sagen können, die kann man anbieten. Ja. Zudem bauen wir ja gerade schon ein Riesenrad, da kommen wir dazu. Auch noch. Ja, also wie gesagt, es geht voran. Also die wird nicht langweilig oder euch wird nicht langweilig? Nicht unbedingt, nicht zwangsläufig. Und du hast ja schon bei der Intershow gesagt, also jedes Fahrgeschäft, man ist ja auch absolut stolz, wenn ihr ein Fahrgeschäft neu konstruiert habt oder auch repariert habt oder neu lackiert und sowas alles und es fährt vom Hof. Das ist ja, ein Fahrgeschäft hat ja eine Seele, ne? Nee, sag mal, ja, kann man so sagen. Im Prinzip ist man stolz darauf, was dann hinter vom Hof rollt. Ja, ne? So soll es dann sein, dass man nicht denkt, ach ja, okay. Abgehakt, nächster Auftrag, ne? Ja. Wie gesagt, das sind schon irgendwie Unikate alle. Ja, aber du hast so die Ruhe selbst, ne? Also ich würde da erstmal, also als Chef, weil du musst ja wirklich überall sein. Ja, ich hab doch einen David. David, ja, bist ein guter Mann, wa? Ja, super. Ja. Ich habe schon erfahren, David ist fast 10 Jahre bei euch bald, ne? Ja. In 2 Tagen. Moment mal, in 2 Tagen? Echt 2 Tage nur noch? Ja, ich habe auch so was gehört. Man munkelt da was. Kriegst ein Käffchen umsonst. Ja, gut, da gibt es auch eine Danksagungskarte, aber dann will Papa auch nichts mehr hören. Ja, genau. Und wir gehen zur Pommesbude. Ja, genau. Aber nur ein Getränk, ne? Und nur eine Cola. Weiß schon. Dein Büro möchte ich nachher noch gerne mal sehen. Ja. Kannst du es dir noch mal zeigen? Können wir mal eben machen. Ja, machen wir mal eben. Ja? Wir gehen einfach noch mal rüber. Dann können wir nachher noch mal. Du hattest ja noch gesagt, da ist noch eine größere Halle, ne? Da fahren wir dann mal hin, ja. Da fahren wir dann auch noch mal hin. Oh, Kinders, das ist so. Da stehen auch noch schöne Karussells. Oh! Ich habe schon gesagt, kann ich die mitnehmen? Oh, da werden ein paar Leute böse sein. Ja, nee, lieber nicht. Danke. Ja, bis gleich. So, dann gehen wir hier wieder raus. Oh, das, Klaus, das habe ich auch schon gesagt, das sieht auch so ultramäßig cool aus hier, ne? Das, was ihr da so beklebt habt. Das fällt auf. Gucken die Leute eigentlich, wenn ihr damit durch die Gegend fahrt, gucken die Leute? Weiß ich nicht, aber der Vorteil ist, wenn wir auf der Kirmes sind, dann sehen die, wir sind da. Ja, ne? Das ist eigentlich der Vorteil. Das ist ja das Publikum, was wir ansprechen. Ja. Ja, das sind ja eure Kunden, ne? Ja, genau. So, jetzt gehen wir hier in den Heiligen Hallen. Da ist alles sehr ruhig, da haben wir eigentlich noch Weihnachtsruhe. Ja, man muss dazu sagen, ihr habt ja eigentlich auch Betriebsferien, ne? Noch, ja, bis Montag. Montag geht es wieder los. Montag geht's wieder los. Jetzt sind wohl ein paar Leute hier halt. Boah, wie krass. Ja gut, das ist halt jetzt hier unser kleines Großraumbüro, wo wir alle zusammensitzen halt. Das ist auf jeden Fall größer wie mein kleines Lübecker Studio. Ja, so Hierarchien haben wir nicht wirklich, sag ich mal. Wir sitzen hier halt alle zusammen und gut ist. Du, das ist aber auch besser, wenn man alles so ein Team ist, ne? Ja. Dass man da sagt, okay, wir stehen jetzt zusammen durch, gute Zusammenarbeit und dass du nicht abgeschirmt bist, dass du nicht sagst, okay, ich gehe jetzt in mein Büro, schließ ab. Wenn jemand was will, muss er klopfen oder was, sondern dass du wirklich sagst, du bist immer ansprechbar. Hier kann jeder rein, hier kommt. Wie gesagt, so kriegt man auch alles mit. Sonst ist man so ein bisschen immer weg von allem und so kriegt man alles mit. Ich bin immer im Bilde. Ja. Und so, dann machst du die ganze Büroarbeit, beziehungsweise machst du auch so Außendienst, also fährst du auch mal direkt zu den Kunden? Wenn die Kunden es wünschen, fahre ich auch zu den Kunden, klar. Ja. Ist nicht so häufig, weil meistens ist die Begutachtung der Fahrgeschäfte ein bisschen intensiver, das findet dann meist hier statt. Und dann musst du ja auch genauso Angebotsberechnung, machst du das hier auch alles? Das mache ich alles, ja. Das machst du alles. Allein das schon zu berechnen, also das ist ja schon ein Kunststück. Ja, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, ne? Das unterschätzt man manchmal. Wenn du so ein Angebot erstellst, sagen wir mal für einen Breakdance, jetzt sagst du, ich möchte es gerne, weiß nicht, restauriert haben, wie lange sitzt du da dran? Beim Breakdance geht es relativ schnell, weil wir da schon ein paar von gemacht haben. Na, 2 Tage.
2 Tage. Und bei anderen Fahrgeschäften, die wir noch nicht gemacht haben, auch schon mal 2 Wochen. Ne? Was war denn dein schönster Moment 2018? Jetzt im beruflichen Bereich. Also hier bei deiner Firma. Als wir den Auftrag fürs Riesenrad bekommen haben, glaube ich, ja. Ja? Doch, das denke ich, das war der schönste Moment, weil er ist ziemlich wegweisend, sag ich mal, und das war okay. Ist ja Wahnsinn, ey. Und dann hast du hier noch alles, ich sehe ein Plakat da hinten von... Ja, da drüben ist unser Besprechungsraum, wenn Kunden da sind. Ja. Da können wir mal rein. Ja, weil wenn Kunden da sind, dann gehen wir halt in den Besprechungsraum. Wie gesagt, unser Büro ist recht klein. Wir haben hier nicht viele Räume. Sei nicht so bescheiden, das ist groß. Na, ich finde schon. Also ich war mal bei KMG, das ist wesentlich, wesentlich größer. Echt? Ja. Weißt du, kennst du da auch Peter, ne? Peter? Ja, ich habe nur Herrn Krohn kennengelernt. Ah, okay. Er hat uns damals den Betrieb gezeigt. War sehr nett von ihm. Ja, ich habe mit ihm auch schon mal geschrieben. Ja. Spricht der Herr Krohn auch Deutsch? Ja, ist sehr gut. Ja? Ja, sehr netter Kerl. Oh, würde ich auch mal gerne mal. Aber jetzt gucken wir hier. Aber da sind wir richtig klein gegen. Also wenn man da durch die Hallen geht, das ist schon eine Nummer. Ja, aber ich muss mal dazu sagen, das waren oder sind Schausteller auch, ne? KMG, die Besitzer? Ja, das soll wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, aus einer Schaustellerfamilie hervorgegangen, ja. Mhm. Aber die sind ja auch schon, weiß gar nicht, seit wann dabei? Keine Ahnung, aber auch schon lange. Ja, ne? Ja, deswegen muss man es ja fairerweise sagen. Also ja, die machen ja auch fairerweise gute Sachen, ist auch so. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, die sind Konkurrenz und die sind schlecht. Nee, die sind gut, die machen gute Sachen. Machen andere Sachen als wir, machen gute Sachen. Nee, ich meine jetzt auch, dass ihr in Anführungszeichen, ich finde euch gar nicht überhaupt nicht klein, weil was ich jetzt hier alles schon gesehen habe, und das war ja erstmal ein Werk, und ich wusste ja gar nicht, dass ihr noch irgendwie ein zweites Werk noch habt. Ja, das ist... Ist aber schein. Aber guck mal, ihr macht hier erst seit 2009 Fahrgeschäfte so, ne? Und wenn man überlegt, wie viele Anlagen ihr schon hier gehabt habt und dass die Aufträge ja zum Glück immer mehr werden und dass ihr jetzt auch sagt, okay, wir wollen auch mal eigene produzieren, allein das ist doch schon, also ihr werdet definitiv wachsen. Ja, es ist so, dass wir wirklich gewachsen sind in den letzten 3 Jahren. Vorher... Die ersten Jahre war es ziemlich verhalten, hat man hier was gemacht, da was gemacht. Und jetzt so die letzten 3 Jahre kommt da eine Kontinuität rein. Wie gesagt, dann haben wir angefangen, die ersten Fahrgeschäfte zu planen, wie dieses Fahrgeschäft, da zum Beispiel diesen Propeller, den wir da haben. Erklär mal, was ist das? Das ist ein Propeller mit der Besonderheit, dass er nochmal am Ende 2 aufgesetzte Arme hat, die sich auch nochmal in eine Richtung drehen können. Dadurch hat man eben halt ein intensiveres Fahrgefühl. Also eher was für uns geschmeidige Typen. Ja. Das haben wir mal sicherheitshalber auch patentrechtlich schon schützen lassen. Ja, und wie gesagt, da ist 60 Meter hoch, das Fahrgeschäft. 60 Meter? Ja, auf dem Plakat ist noch die 42 Meter Variante. Die hatten wir erst geplant, aber die haben wir dann verworfen. Haben gesagt, okay, wenn denn richtig, dann würden wir 60 Meter hochgehen. Ja. Boah. Ich sag mal, wir haben aber so viele Dinge zu tun, dass wir eigentlich so den Vertrieb immer ein bisschen vernachlässigen, uns gar nicht sonderlich drum kümmern, sondern dem Motto, was gut, gut. Okay. Wie gesagt, das ist... Eine Thrill-Anlage. Wer weiß, irgendwann baut ihr bestimmt auch Achterbahn. Nee, Achterbahn brauchst du nicht. Nee? Sag nie. Nein, glaube ich nicht. Also jetzt, ich hätte auch nie gedacht, dass wir mal Riesenräder bauen. Siehst aber wir haben so viele Anfragen wegen Riesenräder bekommen. Und dann hast du dann irgendwann gedacht, okay, kannst du mal einen kalkulieren, kannst du mal rechnen und naja. Und kannst du denn schon sagen, brauchst du noch eine Außenstelle irgendwann, ne? Ja, dort nicht. SAD Achterbahn. Nee, Achterbahn. Nein, wir wollen erstmal. Achterbahn gibt es genug Firmen, die bauen und ist okay. Ja. Aber und dann, was ist das denn alles noch? Ja, das gibt dann so ein paar Vorstellungen auf der Messe, die sind jetzt noch nicht... Warte mal. Wir haben 4 Fahrgeschäfte konzipiert, deren Hintergrund ist, dass die immer nur auf einem Mittelbau sind, dass die sehr schnell und einfach auf- und abzubauen sind. Ja, und wie gesagt, die werden wir dann auf der Messe vorstellen einmal. Die dürfen ja auch nicht zu schwer sein, ne? Die müssen... Nee, die sind eben so, dass sie... auf einem Mittelbau problemlos zu fahren sind. Okay.
Das ist natürlich cool. Das ist ja auch genau das, was die Schausteller suchen. Genau, genau. Nicht zu schwere Anlagen. Ich weiß ja, die Hustanlagen, die sind sehr, sehr schwer. Die sind zum Teil sehr schwer, der Breakdance zum Beispiel nicht, aber die anderen Anlagen sind schon sehr schwer. Und wir wollen eben halt jetzt Anlagen auf den Markt bringen, wo der Schausteller im besten Fall mit seiner Frau das Ding auf- und abbaut und betreiben kann, ohne dass er Personal braucht. Och, Mensch. Dann könnten wir sogar auch ein Fahrgeschäft abbauen, ne, oder aufbauen. Ja. Wir beide zusammen. Können sagen, komm hier, kein Problem. Da musst du halt wissen, welche Reihenfolge die Hydraulik betätigt, und dann ist das Ding, klappt das aus. Ja, gut, ein paar Geländer wirst du von Hand noch stecken müssen oder so. Ja. Wie gesagt, das ist der Hintergedanke. Und die wollen wir jetzt vorstellen auf der Messe. Da haben wir zum Teil schon von manchen Schauspielern regen Zuspruch. Schauen wir mal. Das habe ich auch schon auf der letzten in der Show gesehen. Ja, ja, genau. Das ist leider ein bisschen ramponiert von dem ganzen Transport. Da sind schon die ganzen Lichtmasten umgefallen. Ja. Das ist ein vorhandener Breakdance, der bei uns auf dem Hof steht, den wir immer umbauen wollen. Aber wo wir nicht bisher zu gekommen sind. Klar, aber die ganzen hier. Das ist der Propeller. Ja, das ist der Propeller. Nee, das ist wieder die 42 Meter Variante. Die 42 Meter Version. Wer baut denn das? Macht ihr das selber? Dafür haben wir ein paar Modellbauer, die machen das ganz, ganz toll nach unseren Plänen dann. Da musst du auch wirklich Fingerspitzengefühl haben. Das ist gar nicht so einfach, sowas zu bauen. Ich habe da mal das Indiago-Fahrgeschäft mit dem Kauf von Faller. Und da hat die mir an der Kasse, Fachgeschäft gesagt, na, das ist aber nicht so einfach, das zusammenbauen. Und da habe ich gesagt, ach komm, Mensch, das ist schon schwer, das wird das nicht sein. Und dann bin ich total verzweifelt. Ich habe das ja verkauft bei eBay, ich habe das nicht hingekriegt. Das ist auch, das wäre nichts für mich, das wäre zu filigran alles. Mhm. Oh, schön, Alter. Erklär mal was zu den Bildern hier. Das ist ja sehr interessant. Das war, wenn ich mich nicht täusche, unser erster Breakdance, den wir komplett überholt haben. Der war von der Firma Meyer. Okay. Das war der erste, meine ich, den wir gemacht haben, genau, komplett umgebaut. Ja, und das andere sind dann Auftragsarbeiten für andere Fahrgeschäftehersteller. Das hier ist zum Beispiel ein Wellenflieger, das Unterteil, Wellenflieger-Oberteil. Das ist so ein Kinderfahrgeschäft, so eine Drehscheibe, wo die Kinder auf irgendwelchen Holzpferden oder Holzfiguren reiten können dann. Das ist die Domäne dieser Firma, für die wir da arbeiten. Ist das Heidepark? Kann das sein? Hm? Ist das Heidepark? Nö. Irgendein anderer Park. Irgendein Park. Irgendein Park ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchem das aufgebaut wurde jetzt. Ja. Aber wie gesagt, wir fertigen hier für die Firma den kompletten Stahlbau und die bauen die dann in den Fahrgeschäften, in den Parks auf. Cool. Dann das ist wieder ein Breakdance hier, ne? Das ist ein Breakdance. Das war ein anderer, genau. Der ist rot geworden. Ja. So ist die Farbgestaltung ist ja immer anders. Wie gesagt, da ein Grau, da Rot, der nächste Silber. Also wir haben schon einige umgebaut in der Form komplett. Cool. Das ist vom Bruch der Breakdance hier, ne? Das ist die Mitte, ja. Hier, also hier, genau. Ein paar Fotos von so ein paar Sachen, die wir mal gemacht haben, die so ein bisschen ausgefallen waren zum Teil. Ihr macht ja auch so das Design, macht ihr ja auch selber, ne? Ja. Also das hat David mir schon erzählt. Wo ich dann sagte, Mensch, ihr macht ja nicht nur, also im Grunde genommen ein 360 Grad rundum Sorglospaket, dass man sagt, okay, wir bauen nicht nur die Anlage, sondern wenn jetzt ein Schausteller kommt und sagt, ich will mein Geschäft um, es soll irgendwie frischer aussehen, moderner aussehen, aber ich weiß noch nicht genau wie, dann macht ihr ihnen auch Vorschläge, ne? Ja, natürlich, dann fragt man ab, in welche Richtung seine Vorstellungen gehen und dann versucht man da was vorzuschlagen, David hauptsächlich, der sich dann Gedanken macht, wie es dann aussehen kann. Ich habe da schon in der kleinen Halle in Anführungszeichen was gesehen. Also diesen, ich weiß gar nicht, diesen Gondelkreuz, was das war, mit dem Adler da und mit so Totenköpfen und USA irgendwas drauf. Ja. Nur den Zahnrädern, weißt du? Ja, ja. Das finde ich auch so wie eine. Also er hat auch wirklich eine künstlerische Ader, ne? Der macht die Entwürfe und wir haben auch unten jemanden, der die Airbrush-Arbeiten dann umsetzt. Einer unserer Lackierer ist da sehr pfiffig. Ja. Und von daher, das machen wir schon. Wenn die Zeit da ist, machen wir das ein bisschen aufwendiger. Alter. Klaus, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Beschäftigst du dich auch mit den ganzen Fahrgeschäften, Karussells, oder sagst du, nee, komm, da habe ich andere Hobbys? Also so ganz viel Freizeit habe ich, glaube ich, nicht. Ich wollte gerade sagen, ja stimmt, als Geschäftsführer, als Inhaber einer Firma, so. Als Unternehmer hast du eigentlich nie Freizeit, ne? Ich weiß nicht, so das Normale halt mal mit der Familie irgendwas. Sieht die Familie dich auch mal? Oder? Ja, nein, das ist nicht so. Ich habe schon meine Regeln, ich habe schon meine Arbeitszeit, die ich einhalte.
Heißt nicht, dass ich mich nicht abends vielleicht nochmal zu Hause hinsetze, 2-3 Stunden, aber ich sehe schon zu, dass ich meine Zeiten einhalte. Also kannst du wirklich auch abschalten? Also das können ja viele nicht. Ja, also, natürlich. Dass du wirklich sagst, so jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich mal nichts. 3:45 ist Feierabend, dann habe ich erstmal den Kopf leer, dann mache ich irgendwas, was mich interessiert oder nicht interessiert. Was meine Frau vielleicht dann interessiert. Nein, irgendwas macht man dann schon, was zu erledigen ist. Und dann irgendwann abends, wenn dann Ruhe einkehrt, 8, 9 Uhr, dann setze ich mich meist nochmal hin, 1-2 Stunden. Das ist ja cool, dann hat man die Ruhe dafür wieder. Nee, das ist schon geregelt. Ansonsten betreibe ich Modellbau, aber jetzt nicht so was Filigranes, sondern Flugmodellbau. Das ist ja echt cool. Ich habe schon gesagt, ihr müsstet eigentlich auch, habt ihr so einen Fanshop oder sowas? Weil ich denke, noch nicht, oder würde ich auf jeden Fall mal machen. Weil wir haben sehr viele Anfragen bekommen, eigenartigerweise. Es haben ein paar Leute gesehen, dass wir so ein paar Artikelchen haben. Und dann kamen dann sehr viele Anfragen. Fand ich total witzig. Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendjemand interessiert. Doch. Also ihr macht ja auch wirklich sehr viel. Allein auch schon dieses SAD-Schild, ne? Das ich ja bei Heino, beim Happy Traveler, das erste Mal gesehen habe. Und da bin ich auf euch gestoßen. Ja. Allein so ein Schild zu haben, finde ich, ist ein... Ja, also das will jeder haben. Weil ihr habt ja mittlerweile einen Namen. Und da könnt ihr wirklich, oder T-Shirts oder Cappies, das würde ich auf jeden Fall anbieten. Die Kundschaft ist da. Aber wie gesagt, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe es nur letztens lustig gefunden, dass auf der Facebook-Seite wirklich Leute nach den Teilen fragten, die da zu sehen waren. Da habe ich so gedacht, dass sich da jemand für interessiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so ist die Welt halt. Ne? Sogar weltweit. Also es ist ja nicht nur Deutschland. Das ist ja auch hier Niederlande, Belgien, die ganzen Kirmes-Fans und sowas alles. Das ist ein Sprung. Ja, Benelux ist überhaupt sehr stark im Kommen. Auch es kommen sehr viele Schausteller mittlerweile aus dem Benelux-Bereich auf und zu, dass die ihre Fahrgeschäfte renovieren lassen wollen. Nächste Woche kommt alleine wieder aus Frankreich ein Booster hier hin. Oh, cool. Decadence war ja auch hier, ne? Decadence war hier, ja. Finde ich auch ein sehr schönes Geschäft. Also wir machen da hier jetzt draußen, ist ja auch hier ein Belgier, der hier steht. Ja. Also wir machen schon viel in diesem Bereich da. Und wie gesagt, in Frankreich ist wahnsinnig viel Zulauf zu verzeichnen. Ah, da müsst ihr wahrscheinlich auch Englisch sprechen, ne, mit denen. Nee, das ist das Problem ein bisschen. In Frankreich wird nicht viel Englisch gesprochen. Nee. Da wird hauptsächlich Französisch gesprochen. Ist aber jetzt nicht so ein großes Problem, weil unser einer Monteur, Herr Pieper, der ist halt gebürtiger Franzose und dann muss der halt reden. Ach, da. Guck mal, hey, setz dich mal hier hin. Ja, so übersetz ungefähr. Mal. Ja, so ungefähr. Oh, das ist ja cool. Ihr habt ja jetzt mittlerweile 30 Leute, ne? Ja, immer so um den Schnitt. Ja. Mal mehr. Und wenn das jetzt jemand sieht und sagt, er ist Schlosser oder sonst irgendwas oder Ingenieur, könnt ihr sowas gebrauchen? Ingenieur eher nicht. Wir haben jetzt einen Designer für Fahrgeschäfte eingestellt. Der fängt am 1. Februar ein. Ingenieur brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht. Ich sag mal, einen fähigen Schlosser könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht in der nächsten Zeit wieder Bedarf hat. Ja. Dann könnt ihr also Bewerbung mit der entgegen. Ja. Also ich habe schon gesagt, wird ja auch so auf eurer Facebook-Seite dann auch wahrscheinlich veröffentlicht, ne, wenn ihr da. Wir haben da auch schon mal geschrieben, so ganz locker, flockig, dass wir halt bei Bedarf mal hin und wieder was suchen. Wer sich möchte, kann sich mal melden. Ja, Kinder, also wisst ihr Bescheid, wa? Also wenn sich jemand dafür interessiert und das ist eine Menge, dann kommen jede Menge Bewerbungen. Nee, das ist echt schon total interessant, was hier alles so steht, weißt du? Allein sowas schon, so diese Karten, ne? Also das ist ja deine Karte. Aber solche, sorry, oder Briefpapier mit SAD und sowas alles. Ich mag sowas, ich finde das cool. Ja? Ja, ich weiß halt, okay. Ihr seid ein Name, ihr seid echt ein Name mittlerweile. Ihr seid ja auch schon überall man bekannt. Man hört das schon mal so, das ja. Richtig. Man hört man. Also darüber könnt ihr als ganzes Team echt stolz drauf sein, das, was ihr alles schon geleistet habt. Guck mal, ihr macht jetzt, wie gesagt, seit 2009 so Fahrgeschäfte und wie viele ihr jetzt schon gemacht habt. Ja, intensiv ist es jetzt seit 3 Jahren, kann man sagen. Seit 3 Jahren. 2015. Ja. Ah gut, wir haben schon 2019, also 4 Jahre. Ist es intensiv, Ich finde das echt cool. Also, ich wollte gerade sagen, sind das Schaltschränke? Nein, das sind Dokumente. Einfach fürchterliche Aktenschränke, wo man jeden Mist aufbewahren muss. Ja, lass mich raten, typisch Deutschland. Ja. Also das kenne ich, wo du alles 10 Jahre aufbewahren musst und alles lückenlos, das kenne ich. Ja, nö, das war jetzt wohl Schaltschränke. Wir entwickeln oder haben gerade eine Steuerung für den Breakdance entwickelt, eine komplett neue, gemäß der neuen Norm, der 13.8.14 Norm. Die ist im Moment in München beim TÜV Süd zur Prüfung. Da erwarten wir, dass wir Mitte Januar die Freigabe bekommen. Die wollen wir dann auch auf der Messe vorstellen. Auch noch vorstellen? Ja, dass wir dann auch
entsprechende normkonforme Steuerung anbieten können, die also in allen Formen dem entspricht, was in der 1314 auch gefordert ist. Ihr macht so viel, also wie bringt ihr euch das auch irgendwie selber bei? Weil ich habe schon gesagt, das kannst du ja nicht alles lernen, alles studieren, das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja, wenn ihr so viel selber macht. Ja, also man holt sich auch immer entsprechende Leute mit dem entsprechenden Wissen dazu. Ja. Und die Steuerung ja zum Beispiel, die haben wir mit der Firma Dröger entwickelt. Der ist ja auch nicht ganz unbekannt in der Szene. Und das hat sehr gut funktioniert jetzt. Wie gesagt, der TÜV Süd hat schon angedeutet, dass die Steuerung so okay sei. Und wir gehen davon aus, dass das kurzfristig jetzt genehmigt wird. Cool. Und dann können wir jederzeit die Steuerung reproduzieren. Macht ja alles selber, ne? Ja. Also, ja, es ist wie ein 360 Grad. Ach, guck mal, allein so mal schon hier so ein Produktkatalog oder irgendwie sowas. Finde ich schon richtig genial. Das ist praktisch aus einer Zeit, wo wir hauptsächlich noch für Industriebetriebe gearbeitet haben. Da haben wir zum Beispiel Großgetriebe bearbeitet. Das hier. Da sah die Halle noch richtig schön aus, da war die noch richtig sauber. Ach, ja gut, ihr habt ja jetzt auch viel zu tun da immer. Ja. Ja, das waren dann so Teile, die man halt gebaut hat. Das war für Tiefbohrgeräte, wie gesagt, die Getriebe. Da war ich drin. Ja, genau. Und die das Maschine, die war ja lief ja vorhin im Wahnsinn, das ist auch immer total interessant. Immer kriegt man kompletten Mittelbau vom Breakdancer drauf. Das habe ich auch noch nie gesehen, wirklich nicht. Also so einen kompletten Mittelbau nach oben gezogen, das war für mich schon ein absolutes Erlebnis. Ne? Wenn du denn davor stehst, dann stehst du für einen Kirmes-Fan oder für jemanden, der sich dafür total interessiert. Das ist, du stehst mit einem offenen Mund davor und bist nur am Fotografieren. Jetzt siehst du ja im Prinzip, wie der aussieht, die Teile, und in Essen wirst du ihn wieder in komplett bewundern können. Da wird er nämlich stehen. Allein das alles auch so ein Breakdance komplett auseinanderzunehmen, das muss ja alles dann wieder genau passen. Ja. Also ich meine, ich hätte erstmal Schiss, oh Scheiße, ich beschrifte wirklich alles, wenn du was auseinander nimmst, wo was war, dann musst du ja wirklich den Überblick behalten. Ja. Weil wenn du sagst, oh, ich habe noch ein Teil, weiß nicht, oh, schmeiß weg, brauchen wir nicht mehr. Nein, das kannst du ja nicht. Man weiß schon, wo was hinkommt, und viele Dinge werden auch maßlich angepasst noch. Das heißt, Bolzen, die ausgeschlagen werden, werden ja auf ein Übermaß gebracht und. Da passt schon alles hinterher zusammen. Hast du eigentlich ein Lieblingsfahrgeschäft, was du noch gerne fährst, oder sagst du, oh nee? Ich fahre gerne Breakdance, muss ich sagen. Fährst du noch Breakdance? Ja, finde ich sehr schön. Ich bin letztens mit dem Take-Off gefahren, fand ich auch wirklich sehr interessant. Ich hatte Sehstörungen danach erstmal. Nee, sowas fahre ich schon, was ich nun mit so einem Propeller würde ich, glaube ich, nicht fahren. Nee, in der Höhe oder? Ich weiß es nicht. Also das ist mir, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich, wenn wir einen eigenen hätten, würde ich wahrscheinlich mitfahren, einfach mal. Aber ich sag mal, ansonsten, aber Kirmes sehe ich zu, dass ich das nicht betreten muss. Klaus, dann machen wir, wenn ihr sowas baut, dann würde ich eine Runde mitfahren. Da können wir nämlich sagen, Kinders, fahrt mal eine Minute, ne? Aber dann wollen wir beide auch aussteigen. Ja, ne? Genau. Eine Umdrehung reicht. Eine Umdrehung reicht für uns, weil da könnt ihr weiterfahren, die anderen sollen ja auch mal. Nee, aber wie gesagt, so Rundfahrgeschäfte finde ich ganz nett. Ja, wie gesagt, das Riesenrad ist auch ganz nett, mal mitzufahren. Das ist halt ruhiger halt. Das ist für Filmaufnahmen immer schön. Ja, das ist mal ruhiger. Das ist für jeden so ein bisschen was. Ne? Ja. Aber Breakdance ist so schon ein Ding, wo ich gerne fahre. Also wenn ich auf der Kirmes bin, beim William, da komme ich nicht vorbei, ohne zu fahren. Es gehört auch immer dazu, eine Fahrt im Riesenrad. Ja. Wenn du Volksfestbesuch bist, heißt es immer, das gehört einfach dazu. Ja. Du hast ja immer den schönsten Ausblick, ne? von der Stadt, von der Umgebung, also vom ganzen Platz. Und da kannst du schöne Bilder machen. Ja. Also das lohnt sich schon. Und mit den Jungs von KMG, seid ihr da eigentlich schon so befreundet? Oder habt ihr euch erstmal so... Wir haben einfach nur mal Kontakt mit denen gehabt, ja, ganz am Anfang so. Vielleicht bei Interesse halb, also. Vielleicht kommen die auch mal zu euch, mal angucken. Wenn die jetzt mal sagen, Mensch, wollen wir bei euch mal gucken? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht, aber wie gesagt. Ja, man weiß es nicht. Man weiß vielleicht es sieht nicht. Das KMG man weiß immer nicht, wie es und, ist. Wir sind herzlich willkommen. Aber jederzeit, klar. Wie gesagt, die bauen ihren Bereich und wir bauen unseren. Okay. Oh, ich finde das immer so cool, weißt du, so Zusammenarbeit, man besucht sich immer selber. Man kann sich auch immer manchmal gegenseitig so Ratschläge holen oder irgendwie sowas, ne? Ja, es ist eigentlich in der Branche generell, glaube ich, nicht so der Fall. Es ist eher so, dass da schon so ein starkes Konkurrenzdenken herrscht. Mhm.
Und von daher glaube ich, mit der Zusammenarbeit wird das meist nichts werden. Ich bin da ein bisschen offener, aber ich habe es im Industriebereich erlebt, da ist es auch so, dass mein Mitbewerber 300 Meter entfernt sitzt, der will mit uns auch nichts zu tun haben. Ja, da kommt dann wieder der Neid. Ja, der nimmt mir was weg, so nach dem Motto. Ja. Aber wenn wir nicht wären, wären wir uns andere, so ist es eben. Ja, gut, ach, habt ihr auch keine Zeit für. Naja, wie gesagt. Auftragsbücher sind voll. So. Ey, sieht echt toll aus. Also ich finde solche Modelle ja toll, ne? Ja, wie gesagt, wir lassen schon mal gerne welche bauen. Wir wollen da wahrscheinlich das eine oder andere jetzt noch haben. Ich weiß aber nicht, wie weit das gediehen ist. Das ist auch sowas wie das Modell da hinten, ist ja auch da gebaut worden. Mhm. Da kümmert er sich der David immer um, dass wir die Sachen bekommen. Ist echt ein guter Mann, ne? kann ich dir sagen. Ist ein guter Mann. Einsetzbar. Ja. Wie gesagt, schenkst du ihm ein Indes, Essen für sein zehnjähriges. Pommes. <Ja. lacht> Aber ohne Ketchup. Ja. Nee, echt toll. Sieht echt toll aus. Also ja. Für dich ist es ja einzig und für euch nur ein normales Büro. Aber guck mal, für uns Fans ist das ja. Oh! Guck mal, es gibt SAD-Mauspads. Oh, ja. Das könnt ihr doch auch anbieten zum Verkauf. Ja, könnte man. Ich wusste ja nie, dass jemand das haben wollte. Bisher haben wir halt unseren Kunden schon mal geschenkt oder so einen kleinen Kram. Allein sowas auf der Messe zu verkaufen, wenn jetzt, klar, an Kunden verschenkt man das, weil die ja auch Kohle bringen, das ist klar. Aber wenn du jetzt so einen kleinen Fanshop-Bereich auf und dann verkaufst du die auf der Messe. Ja, weiß nicht, ich käme mir so wichtig vor dann, wenn ich so einen Fanshop-Bereich mache, dann denke ich mal, ist ja also ein bisschen übertrieben. Nein, ist es nicht. Nee, das, die Leute wollen sowas haben. Ja? Ja, ich würde sowas definitiv machen. Warum nicht? Guck mal, Intermin und sowas, haben die nicht auch solche? Obwohl, die haben auch kaum was, aber... In der Regel so ans Publikum wird da nicht viel verteilt, habe ich so den Eindruck. Nee, aber ich würde, deswegen würde ich, SAD müsste damit anfangen. Ich sage, wir versuchen ja auch kundennah zu sein. Wir versuchen ja auch, ja, wirklich direkt ansprechbar zu sein, nicht so abgehoben oder so. Na, das seid ihr ja nicht, aber wenn ihr da extra noch so Merchandise, der Markt will das haben, also bedienen wir den Markt. Ja. Ich weiß nicht, ob der David irgendwie, wie gesagt, Messegestaltung ist auch sein Part. Also, wie gesagt, er erledigt schon einige Sachen, erledigt er für die Firma. Ja, sind wir gespannt. Vielleicht ja auf der nächsten Interschau auch. Vielleicht gibt es ja deinen kleinen SAD-Fanshop. Vielleicht sind wir dann weiter, ja. Wir gucken mal. Du, Klaus, sehr, sehr cool, dass du mir das mal so gezeigt hast. Also, für mich ist das irrsinnig interessant. Und der Dame wollten wir jetzt nochmal die andere Halle. Genau, jetzt fahren wir nach Förde, die ist auch ganz nett, die ist aber nur angemietet, die Halle im Moment noch. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach einem eigenen größeren Grundstück, beziehungsweise sind schon in Kontakt mit Förde oder mit Dienstlaken. Ja, und sobald wir da was haben, wollen wir da entsprechend eine größere Halle setzen. Aber hier bleibt ihr denn oder zieht ihr denn komplett um? Nee, das wird auch bleiben, ja. Ja, auch noch. Pass auf, da habt ihr irgendwann 3, 4, 5 Außenstellen oder sowas noch. Ja, das Problem ist einfach, hier kann man nicht wachsen. Das ist das Problem. Wir haben hier kein Grundstück mehr frei in der Nähe oder direkt angrenzend. Von daher, man kann nicht wachsen. Von daher ist der Plan, erstmal eine zweite Fertigungsstätte in Förde wahrscheinlich zu bauen auf dem Grundstück. Und wenn das dann läuft, müssen wir schauen, ob wir die beiden behalten oder nur auf die eine und zurückziehen. Wissen wir noch nicht. Ja. Schauen wir mal. Erstmal kriegt ihr ja noch eine neue Zugmaschine. Ja, die nächsten Samstag. So, am 12. hat er da, glaube ich, ja, gesagt. Genau. Ne? Genau, könnt schon nicht schlafen. Ja. Ach, wäre so offen. Die hätte ich auch noch gerne gesehen, ne? Aber weil ich dachte erst, die hättet ihr schon. Nee, der Plan war, dass wir die am 28. abholen sollten. Aber das hat sich zerschlagen, weil dann noch ein paar TÜV-Prüfungen gemacht werden müssen. Okay. Und überall ist Weihnachtsruhe, nichts passiert. Nee, ne? Ja, jetzt arbeiten die erst nächste Woche wieder ab Montag und wir holen dann am Samstag die Zugmaschine. Hab ich schon aufgeregt, ne? Ich nicht, ne? Nee? Du bist so ruhig, ne? Das ist ein Werkzeug, ne? Ja, ich weiß, ja. Ich wäre da total aufgeregt schon. Also für mich ist es ja immer so, ich kann es schwer beschreiben. Ich freue mich, wenn wir sowas kriegen. Ich habe mich damals gefreut, als wir die CNC-Halle gebaut haben, die neuen Maschinen bekamen. Ich freue mich über einen neuen Stapler, ich freue mich über eine neue Zugmaschine, ist klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt in Jubelstürme ausbrechen würde. Und ich freue mich auf ein schönes Essen. Genau. Okay, Klaus. Alles vielen, klar. Vielen Dank. Ich gehe jetzt zu David zurück. Gehst du David und fahr dann nach Und Förde, ne? Genau. Und nachher sehen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich habe noch was für dich. Nee, ich bin gleich nicht mehr da. Ah, du bist gleich nicht mehr da. Genau, ich muss weg. Gibst du für David einfach. Dann gebe ich das David. Alles klar. Dann da wirst du, glaube ich, auch begeistert sein. Okay, alles klar. Danke dir. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao. So, jetzt macht Klaus hier erstmal Feierabend, ne?
Du hast nämlich einen Termin, genau. Oh, hier ist noch hier. Oh. Muss jetzt ein bisschen in allen jetzt hier. Komet, auch dagegen schöne Grüße raus. Da habe ich auch den Geschäftsführer auf der Messe kennengelernt. Ah, okay. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn du mal in der Oberpfalz bist, kick mal rein, wa? Sehr, sehr cool. So, abschließen. Okay. Gut, nee. Klaus, wir sehen uns. Ciao. Ciao, ciao, mach's gut. So, und ich gehe jetzt hier zu David. Ich suche ihn mal, wa? Weißt du, ist er da? Ach, da ist er. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es kein geschlossenes Büro ist, weißt du? Dass jeder zum Chef gehen kann, dass er so als eine Familie, sag ich mal so, sei, zusammenarbeitet. Ja. Das mag ich ja. Das finde ich cool. Ja. Was ist. Okay, das kriegt keinen vernünftigen Satz raus. Unfassbar. Unfassbar, oder? Was ist das mal, ne? Breakdance wieder, ne? Die Ausleger von Breakdance. Die Ausleger. Hauptausleger. Geil. Unfassbar, oder? Jetzt sind wir draußen. Ja, ist. Regnet gerade, herrlich, herrlich. Mhm. Cool. Wir waren ja vorhin auch draußen. Oh Mann, ich komme schon komplett durcheinander. Ne, waren wir draußen? Ach, ist egal. Ja, schon. Also hier haben wir schon mal das SAD-Mobil, ne? Und wir fahren jetzt zur nächsten größeren Halle. Genau. Wir waren jetzt hier bei den kleinen Hallen gewesen. Ja. Jetzt mal in der großen. Nach Förde. Genau. Nach Förde ist ungefähr 20 Kilometer von hier, sagst du, ne? Ungefähr, ja. Ja, dann steigen wir mal ein, wa? Ja. Beziehungsweise du steigst mal ein. Na klar. So. Bis gleich. Bis gleich, jawoll. Fährt das Ding auch über Kopf? Ja klar, sogar rückwärts. Geil, zeig mal. So, jetzt sind wir hier bei der kleinen Halle angekommen. Ja. Also, ja, Funfairblock Studio und SAD sitzen jetzt hier. Wollten wir eigentlich gar nicht sagen, dass Funfairblock auch noch ein Außenstudio hat. Ja, ist ein bisschen klein. Es soll ein bisschen, ich wollte auch nicht so prollen, weißt du. Mhm. Also ich meine, gut, du kennst das ja, ist ja in Deutschland immer so ein Problem. Aber ich spinne natürlich wiederum. Wir sind hier, nein, auch nicht mit der Zugmaschine gekommen. Das ist ein Schaustellerfahrzeug, ein sehr cooles übrigens. Ja. Und wir gehen jetzt mal in diese riesige Halle, die da ist. Da steht SAD, ne? Da steht irgendein komisches anderes Auto. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Genau, richtig. Jawoll, Abschuss, oder? Eben. Oder kann ich da auch Looping fahren da drin? Ja. So, jetzt. Waren wir drin, ne? Ja, es ist. Ja, genau. Wir können uns ja mal kurz drehen und dann. Man hört es schon, dass es ein bisschen größer ist. Wir können es ja mal drehen. Also, Kinder, das ist ja echt Wahnsinn. Wir drehen uns mal. Guckt euch das mal an. Was hier steht. Das ist so wie eine kleine Garage, ne? Für ja. Fahrgeschäfte, für alle möglichen. Das ist ein Zahn. Ne? Das ist Kranz. Von wem ist das? Kann man das sagen oder ist das Top Secret? Das ist für den Breakdance. Ja. Der Zahn kann es general überholt. Heißt, der wurde komplett demontiert. Die Laufbahnen der Kugeln wurden nachgeschliffen, neue Übermaßkugeln reingekommen, neue Dichtungen, Zähne nachgeschliffen. Also das ist neuwertig. Hier riecht es auch richtig schön neu. Nicht? Das ist mein Aftershave, glaube ich. Achso, ja, der Aftershave. Hast du auch das gleiche? Ja. Auch aus dem Edeka? Finde ich gut. Netto, ne? Hast du auch schon die ganzen Treuepunkte gesammelt? Ja. Wollen wir da tauschen? Nein. Was ist das? Was haben wir ja, hier? Ja, das ist ein Breakdance. Das ist auch noch ein Breakdance? Ja, das ist auch noch einer. Krass, ey. Ja. Boah. Das ist einer, den haben wir jetzt auch demontiert komplett. Mhm. Der wird komplett umgebaut auf Luftfederung. Das heißt, die Achsen, die Beine, die du hier siehst mit den polierten Felgen, werden komplett abgeschnitten. Ja. Und dann kommen da Luftfederungen drunter. Kann ich dir mal zeigen? Ja. Muss natürlich auch ein paar Vorbereitungen machen. Natürlich muss hinten der Arsch hinten verlängert werden komplett. Mhm. Boah, damit die halt die zweite Achse, also die dritte Achse, auch Platz hat. Und das findet man auch hier unten drunter statt. Boah, Wahnsinn. Da ist die jetzt komplett abgeschnitten hier alles. Machen wir alles weg und dann kommt hier komplett zwei nagelneue Achsen hin. Dann hat der Luftfederung und der fährt dann natürlich butterweich. Ne? Mhm. Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Da wird der gesandstrahlt, wird neu lackiert und dann haben wir noch einen Breakdance gemacht. General überholt, komplett. Weißt du jetzt so aus dem Kopf, wie viele Breakdance ihr habt schon gehabt habt? Was waren das? 20? Boah, das war. 15? Ach so, mit den Gondelkreuzen? Ja. Ach, 34. 34 schon? 34. 34. Wahnsinn. Ja. Das ist echt krass. Hatten auch welche aus der Schweiz, aus Holland. Ja. Sammelt ihr eigentlich so die, macht ihr von jedem Fahrgeschäft, was euer Haus verlässt, ein Bild und sammelt ihr das irgendwo? Ja. Macht ihr, ne? Ich habe, also wir haben Bilder von eigentlich von jeder Anlage. Ich habe fast von allen Fahrgeschäften alle Fahrchips. Alle? Auch die Endkarten schon ein bisschen älter sind. Oh, das hast ja einen richtigen Wert, ne? Mhm. Sammelst du die auch, richtig?
Eigentlich sammle ich die nicht, aber das ist so, sag mal, für mich auch immer so ein kleines Andenken. Ne? Ja, wir haben die Anlage gemacht und haben die Karten immer gekriegt. Ja. Cool. Das finde ich cool. Ich glaube, das würde ich auch machen. Ich sammle ja an sich auch, ja, ich bin jetzt nicht der Riesensammler, ne? Aber so, wenn man das so geschenkt bekommt oder irgendwie was, das ist schon was Besonderes irgendwie, ja, ne? Also ich hatte eigentlich mal vorgehabt, ich wollte so einen Bilderrahmen machen, kommt das Bild von der Anlage rein und dann die Fahrschips. So. Bei 34 Anlagen soll ich noch für einen Bilderrahmen nehmen. Da gibt es doch so einen, habe ich auf der Intershow kennengelernt, Stefans Kirmesfeld oder sowas. Ne? Mhm. Der hat ja auch sämtliche Fahrschips und baut ja auch so Kirmesmodelle. Ja, genau. Und da habe ich, der macht ja auch so Kirmesmodelle, was alles leuchtet und sowas alles. Da habe ich auch gesagt, das ist ja Wahnsinn, dass du sowas kannst, ey. Das ist krass. Hast du das gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Hast gesehen, ja, ne? Ja, ja. Also sieht ganz gut aus. Fand ich total toll. Und was hast du, was ist das? Das ist auch noch Breakdance, oder? Nö, das ist der Antriebsmotor von dem Tagada. Ja. Oh, ja. Das ist so ein Hopser, ne? Oder? Nicht? Das darfst du dem Schausteller nicht sagen. Gut, Kinders, dann habe ich wieder was gelernt. Das ist ja gut, dass ich das gesagt habe. Also Hopser. Also ein Tagada ist kein Hopser. Ist kein Hopser. Mm-mm. Aber frag ihn mal. Er würde so sagen, sag mal nicht Hopser, oder? Nee. Hier unten drunter haben wir die Gondelkreuz, Motoren und Getriebe. Okay. Von dem Herrn Wolf, die sind fertig auch. Da sieht es mal wieder aus, wie wenn die General überholt sind, die Antriebe. Und die sehen dann so. Komm, ist doch gelogen, ihr habt die doch komplett neu gemacht, Hülle auf. Nö. Die sind komplett General überholt. Alter, guckt euch das an. Das glänzt, das duftet. Das sind immer so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Lüfterdeckel hinten, der guckt unten raus. Mhm. So, da haben wir gesagt, pass auf, komm, passen wir farblich ein bisschen an. Ja. Dass da nicht alles so aussieht. Ja. Das wirst du hinterher alles nicht mehr sehen. Wird schwarz einfach gemacht und hinten wird Motor, der guckt hinten raus. Mhm. Schwarz glänzend, kombiniert mit grün. Aber das sieht schon cool aus. Das sieht echt gut aus, wenn man mal guckt. Aber echt komplett so wie neu, ne? Ja. Wirklich toll. Geil. Ja, wie ein Kunstwerk schon, ne? Kann man schon fast sagen, ne? Auf jeden Fall. Also Fahrgeschäft, sag ich auch immer wieder, ist genau wie eine Achterbahn ein Kunstwerk. Ja. Hier siehst du den Schleifringkörper. Ja. Der kommt da oben in die Mitte drauf. Und hier die hier zum Beispiel, das sind die Kohlen, die Abnehmer, wie wir vorhin an der einen schwarzen Trommel gesehen haben oben. Ja. Das gleitet quasi hier zwischendran. Ist quasi die Stromübertragung. Ich bin immer erstaunt, dass du das alles so weißt. Also richtig, es gibt ja immer so Experten, weißt ja auf Facebook und sowas alles, die immer sagen, ich weiß, wie das und das funktioniert, aber im Grunde genommen von der technischen Seite überhaupt nicht so die Ahnung haben, wie man das zusammensetzt. Aber das, was ja du machst, was ihr macht, ihr müsst ja davon Ahnung haben, also wo was anschließen, wie was funktioniert, ja. Schweißen, sowas alles, das müsst ihr ja wirklich können. Konstruieren, Design machst du alles komplett selber, also hast auch eine künstlerische Ader, also ich bin immer noch total, ihr könnt wirklich stolz drauf sein, was ihr macht, also was ihr könnt. Also danke. Ich bin echt, ich habe sowas noch nicht, ehrlich gesagt, noch keine Firma jetzt so kennengelernt, die das alles macht. Mhm. Weißt du, vor allen Dingen auch in der kurzen Zeit. Muss ich mal überlegen, ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei, aber im Vergleich zu anderen Herstellern, die jetzt so länger schon dabei sind, wachst ihr ja enorm. Ihr wächst. Ja, schon. Klar. Macht man das so? Ihr wächst? Ja. Wisst ihr, was gemeint ist? Nee, du hast schon recht. Also, ja. Also ich weiß, man selber sagt dann immer, ach komm, geh wieder auf und so, ne? Aber ich als Ausstehender sag das jetzt einfach mal so. Ich bin echt total geflasht, was hier abgeht. Boah, das ist ja eine Heizung. Eine Heizung? Da oben? Ja, da oben ist die Heizung. Und da oben ist die Heizung. Ich meine, der eigentlich ein Kran, aber die Heizung ist auch toll. Knackt die? Ab und an. Aber echt eine knackende Heizung? Ja. Ja, das ist mit meiner verbrüdert. Das ist die große Bruder oder was. Ja. Alter, guckt euch das an. Und da hinten ist Tagada. Das ist übrigens, Kinders. Tagada ist kein Hopser, merkt euch das mal. Ich will das nicht in den Kommentaren lesen, ne, damit das klar ist. Das findet der Herr Ramsauer nicht gut. Nee, also ich finde das nämlich auch nicht gut. Schöne Grüße, Christian, falls er das Video sieht. Ne? Der guckt doch sowas gar nicht. Hör auf. Der guckt das. Ja. So, diese Anlage, die haben wir letztes Jahr General überholt. Mhm. Auch komplett demontiert, Gesandtstrahl neu lackiert. Außen neues Chor drauf gemacht. Jetzt ist er hier kriegt den Antriebsmotor getauscht, da muss eine Adapterplatte für gefertigt werden. Das ist kein Serienbauteil wieder. Die Zylinder werden überholt, die kriegen neue Dichtlippen, werden wahrscheinlich neu gehohnt. Wie gesagt, die Anlage ist jetzt ein Jahr alt und wenn du mal selber drüber guckst, die ist schon sehr gepflegt von ihm. Ja, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Also für auch ein Jahr Spielbetrieb, top. Also. Wie gesagt, das sind da aus wieder so Kleinigkeiten hier.
Wenn du nur lackierst den Kessel, oder den Zylinder, sieht der langweilig aus. Da haben wir uns wohl nicht, pass auf, komm. Schweizer Flagge. Schweizer, ne, wie das hier hört, war. Schöne Schweizer Flagge drauf, genau, richtig. Ja. Seitlich ein Dekor drauf gemacht, Sterne. Sterne passen immer schön und hinten halt, wie gesagt, diese Helle, die so hoch sind, das passt auch ganz gut zum Geschäft, ne? Sieht gut aus. Sieht toll aus. Ja, echt, wie wenn du da richtig nah rangehst, ist top gepflegt, ne? Muss man wirklich sagen. Ja. Also da legt der Herr Rams auch echt Wert drauf, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, ist auch sein Schätzchen, kann man sagen. Ja, ne? Also, auf jeden Fall. Dass man da wirklich alles für macht, dass das top aussieht. Also, aber sieht auch gut aus. Also gefällt mir. Auf jeden Fall. Und er hat ja wahrscheinlich auch immer wieder neue Ideen, ne? Was er da gerne machen möchte, noch erweitern möchte. Er ist ja nicht das erste Mal bei euch, habe ich ja schon mal gesehen. Der ist das zweite Mal bei uns. Das zweite Mal, genau. Gibt es eigentlich schon eine SAD-Bonuskarte? Get one for free oder sowas? Einmal zusammenbauen, einmal nächstes Mal umsonst oder so? Nicht ganz. Du kannst aber Treuepunkte sammeln. Treuepunkte? Ja. Die kannst du sammeln. Siehst du, Kinders. Dann gibt es beim vierten Besuch einen Regenschirm, einen SAD-Regenschirm oder so. Ja. Sowas zum Beispiel. Tasse, Kugelschreiber. Oder einen Händedruck oder so. Dankeschön. Ja, den kriegst du auf jeden Fall von uns. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, das sieht ja gut aus. Ja. Cool. Hier kann man nochmal alles so sehen, ne? Der ganze schöne Aufbau. Cool. Guck mal, wir spiegeln uns sogar hier. Ja. Hey, geleckt. So muss ja, ein Jahr mit gespielt. Ja, also das ist ja? Ja, super. Da muss schon einiges aushalten, ne? Ja. Gut aus. Da sind die Felgen, worüber wir gesprochen haben, ne? Das Michelin-Reifen. Die haben wir auch mit der Hand nachgemalt, die Schrift. Ja? Das war ein Spaß, ne? Das ist eine Arbeit, die jemand in der Vater-Mutter erschlagen hat. Aber es sieht halt optisch wieder ganz gut aus. Ja, klar. Gerade wenn der Mittelbau schön neu lackiert ist, du hast da schöne Farben, die gut aufeinander abgestimmt sind. Dann sind da so Kleinigkeiten, weiß nicht, die Schrift drauf, die polierten Felgen, also da wird er dann auch schon richtig auf, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich denke mal, die Anlage, die wird von Herrn Wolf, die wird richtig gut aussehen. Ja, ne? Bin ich ziemlich überzeugt von, ja. Wann weiß man schon den ersten Platz von ihm, wo man das betrachten kann, oder steht das noch nicht fest? Das weiß ich gar nicht. Weiß jetzt noch gar nicht. Den Platz weiß ich nicht, nein. Nee. Nein. Gut. Aber werden wir ja sehen. Ja. Wo reist er meistens rum, Wolf? Ist das im Süden? Ja, so Nürnberg da unten. Nürnberg. Ja. Ja, müssen wir mal die Augen offen halten, ne? Ja. Bin gespannt, ey. Willst du das sehen? Ja, stimmt. Ja. Willst du sehen? Will ich sehen. Ja. Und das ist noch hier auch noch von Takada hier, die Kasse und hier die Sitzbank, genau, die Sitzbank dann noch, ja. Genau, richtig. Krass. Genau, und darüber arbeiten wir die Verriegelung auch noch. Cool. Und dann ist die auch fertig. Hier haben wir wieder das SAD-Schild, ne? Ja. Hier vorne. Wo eine Schraube raus ist. Weißt du, ich habe zu Klaus schon gesagt, warum habt ihr eigentlich keinen Fanshop, wo er an interessierte Fans, sowas könnt ihr doch auch verkaufen. Könnte man machen. Ja, wir wurden schon mal angefragt deswegen und dann haben wir die Sachen dann auch rausgegeben. Kostenlos. Ja. Dann ist jetzt. Ihr habt ja auch Kosten, Zeit, Arbeit damit. Ja. Und wenn man sagt, komm hier, was weiß ich, 5 Euro oder 2 Euro oder was, ne? Dass man sagt, zum Selbstkostenpreis mal legen und dann. Weil ihr habt ja schon eine Fangemeinde. Ich sag mal, auf Facebook habt ihr sowieso eine Fangemeinde. Und Facebook ist gut gewachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr seid jetzt über 6.000, ne? Ja. Locker über 6.000. Ja. Und guck mal, und ihr habt ja auch eine sehr interaktive Community. Also da wird ja nicht nur einfach geliked, sondern auch wirklich kommentiert und diskutiert und das alles. Und das zeigt ja schon mal, dass ein großes Interesse da ist. Ja. Die Leute wollen das. Ja? Ja. Also ich bin echt begeistert. Das ist echt, wenn man das hier nochmal so alles guckt. Kannst du dich noch an den Bolzen oder an die Bohrung erinnern? Diese 75, die wir gemacht haben am Bohrwerk vorhin? Ja, kann ich. Ich kann mich an alles erinnern. Du weißt doch, ich vergesse doch nichts, weißt du doch. Alter, was ist das? Das ist der alte Bolzen, der da drin ist. Ist das eine Bombe oder was? Nee, das ist ein Bölzchen, ein kleiner. Ein Bölzchen, ein kleines Bölzchen. Ein kleiner Bolzen, genau. Oh. Der sitzt da eigentlich drin. Okay. Und diese hier. Ums. Diese hier, das sind die Hauptbolzen. Ups, okay. Das sind die 100 mm Durchmesser. 4 Stück gibt es davon. Und hier die 8 Stück, die kleinen, die 70er. Alter, die sehen aus wie Torpedos, ey. Ja. Kleine Torpedos. Ja. Das sind die alten und da gibt es einmal alles komplett neu auf Übermaß. Übermaß bedeutet größerer Durchmesser. Ja. Krass, ey. Boah.
Ja, das sind so Sachen. Das sind so Sachen, die so, ich finde ja auch mal so cool, so da auch mal die Details zu sehen, ne, von einem Fahrgeschäft, was du hier normalerweise überhaupt nicht zu Gesicht bekommst. Auch nicht beim Abbau oder sowas für normale Kirmes-Fans oder Parkfans wie jetzt meine einer. Das kriegst du ja gar nicht zu Gesicht. Es sei denn, du steigst da runter und mit einem Schausteller guckst, selbst dann ja auch nicht unbedingt, weil es ja alles zusammengebaut ist und versteckt ist. Und das mal hier so zu sehen, von den ganzen Anlagen, also das ist für mich schon ultramäßig interessant. Ja. Na, das stimmt schon. Ja, nicht nur für mich, für viele Leute, andere ja auch. Deswegen ja. Machen wir das ja auch, weißt du? Ja. Guck mal, da hinten liegt der Motor. Wo? Der große. Der Pott da hinten? Lass uns doch mal kurz hingehen. Na ja, klar, wenn schon. Lass mal gucken, ich hab glaube ich sogar. Ich bin mal vor, genau. Ja. Alles gut. Nee, ich will ja das SAD-Logo drauf haben. Ach so. Ja, das ist der Hauptmotor. Der Hauptmotor, oh Alter. Das ist Motor. Ja. Angetrieben der Getriebe über den Motor hier, ja, mit 4 Keilriemen. Hier siehst du die. Komm, die Keilriemen kommen da drauf. Okay. Da sitzt der Motor quasi wieder hier. Hier kommen 2 Stellschrauben rein und damit tue ich den Motor nach hinten und dann laufen hier die Riemen drunter. Hier kommt das Planetengetriebe rein. Ja. Und das Heulen kommt wovon? Getriebe. Das Getriebe ist es. Es ist immer das Getriebe, es ist nichts anderes. Keine Schwingungen oder weiß sonst der Henker was. Es ist vom Getriebe. Es gibt laute und leise Getriebe. Die ersten Getriebe, die ausgeliefert worden sind mit den Anlagen, waren laute Getriebe. Wenn du jetzt heute, sag mal, so ein Getriebe neu bekommst, ist es leiser. Ja? Ja. Hat, glaube ich, irgendwas mit der Verzahnung innen drin zu tun oder so. Okay, ja. Okay. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Ja, ja. Aber ja. Ach, du weißt ja schon eine Menge, ey. Ja. Also das ist echt. Das habt ihr auch da irgendwie neu gemacht? Oder genau, was? Da haben wir jetzt eine neue Haltung hingemacht. Da kommt ein Luftkessel hin. Darüber wird der Motor ist ja luftgebremst. Ja. Oben sitzt eine Airflex-Bremse drin. Das ist quasi ein Kissen, also wie so ein Schlauch. Und auf den Schlauch sitzen so Bremsbeläge. Und dann hat der Motor eine durchgehende Welle. Und oben drauf sitzt dann quasi wie so eine Bremsscheibe. So, und wenn ich Luft drauf gebe, drückt dann oben alles zusammen und der Motor wird abgebremst. Okay. Beziehungsweise ist es eigentlich nur eine Haltebremse. Das heißt, Haltebremse, wenn die in die Radscheibe steht komplett, geht die Bremse rein, dass die Radscheibe sich nicht wegdreht. Okay. Ja. Alter, hast du alles. Du kannst es ja auch immer so cool erklären. Ja, geht so, ne? Ja, doch, nee. Du könntest ein Fahrgeschäftslehrer werden. Ja. Und sagen, so kennst du das. Es wird euch der Papa hier mal ein bisschen was beibringen, wa? Ja. Und das ist, ja? Dann wird natürlich, der Motor wird natürlich auch gekühlt. Okay. Das ist wieder ein Originalantriebe. Ja, der wird ja heiß, das Ding, ne? Gleichstrommotoren, ja. Und die werden gekühlt hier durch. So ein Ding. Ja. Das ist der Lüfter. Da ist er. Der kommt seitlich da oben dran. Ja, den habe ich schon gesehen mal. Ja, zieht dann quasi hier die Luft an. Und hier pustet er die quasi. Da kommt der seitlich, oder hinten, ne, unten kommt der dran. Unten kommt der dran und dann wird der gekühlt. Okay. Komplett. Was man alles haben muss. Ja, ja. Ja, kühler ist wichtig, das kenne ich vom Computer. Irgendwo ein bisschen kleiner. Ja, genau. Hier siehst du die Antriebe für den Gondelkreuzen, wie sie aussehen, wenn sie ausgebaut werden. Boah, ist auch krass, ist auch interessant, ne? Ja. Was steht da drauf? Kann man da irgendwas? Nö, ist nichts irgendwie Interessantes, ne? Ja, nö. Nee, was mache ich damit? Ja, bei 3 Luftkessel unter die 4 Hauptausleger. Jeder kriegt einen Luftkessel. Auf Ausleger Nummer 1 ist der Kompressor drauf. Deswegen auch die Verteilerleitung, die ich dir vorhin erklärt habe. Ja. Das heißt, da wird Luft erzeugt, geht dann quasi auf die umlaufende Spule, die ich dir vorhin gezeigt habe, und verteilt sich dann auf die Kessel. Ja. Weil jedes Gondelkreuz hat einen eigenen Kessel, wo die Luft gespeichert wird. Die kommen mir auch bekannt vor, wie ich. Die sitzen unten drunter. Und dann drunter, ne? Genau. Genau, unten drunter sitzen die. Gesehen, ja. Die sitzen unten drunter. Wahnsinn. Ja, hier Kugelturbaufnahme. Der kommt quasi ganz oben drauf, draufgeschraubt. Haben wir innen drin, klar, kleinen Motor, Getriebe. Und oben drauf ist halt eine kleine Drehverbindung hier oben. Und ist innen drin eine Sternenkupplung, die Kraft übertragen wird. Und dann kommt halt der Kugelturm. Oder was weiß ich, was anderes drauf. Was anderes kommt da drauf. Was anderes, ja. Was denn? Ja, ein anderes Teil. Ja, genau. Weißt richtig. Du? Ja. Echt geil. Mein Gott, ey. Was ist alles da? Kindes. Also ich finde das schon wirklich gigantisch. Ich wusste echt nicht, dass er so groß ist. Ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Stand hier der Magic drin? Genau hier. Hier? Genau da. Da hast du auch ein Video gemacht, ne? Genau, richtig. Ja. Genau, was ich hier gedreht habe. War komplett ganz knapp gewesen, den Wänden seitlich. Hat aber alles funktioniert. Ja, stimmt, wenn man sich das jetzt so vor, wenn man das so vor, ja, bis auf die Verschrande, aber das, das war ein Missverständnis. Also sehr, sehr cool. Also ich bin echt, ich sag immer so oft cool, sehr toll. Hört sich auch doof an, ne? Beeindruckend. Nein. Unfassbar, oder? ja, Mensch, haben wir alles durch eigentlich, ne? Oder? Oder haben wir irgendwas vergessen? Ja. Was haben wir denn vergessen? Dein Heulen. Mein was? Dein Heulen. Das ist das Getriebe. Das ist das Getriebe? Das ist das Getriebe, wo das Heulen herkommt. Ah, Kinders, jetzt kommen wir, ne? Das Heulen macht dieses Ding. Genau. Das ist das Getriebe, nicht Ding. Das ist das Getriebe. Ah, okay. Ja, wird von unten nach oben eingebaut. Hier ist das Antriebsrad. Cool, Drehverbindung sitzt dann quasi hier. Hier ist dann die Riemenscheibe. Siehst du hier, guck hier. Mhm. Dann dreht sich das hier oben. Jetzt sag nicht, du willst das Heulen hören, weil dann muss ich hier, glaube ich, ein anderes Teil anschließen. Ich habe es auf dem Handy, kannst abspielen als Sounddatei. Kannst du ja runterladen. Ja. Ah, geil. Nee, das ist das. Ah, das ist das Heulteil. Sehr cool. Geil. Ja. Ja, siehst du, Kinder, das habt ihr auch mal gesehen, ne? Wie sowas abläuft. Das ist also das Heulteil. Genau, richtig. Und nichts anderes. Nichts anderes. Nichts anderes. Sehr schön. Ja, das geht also auch zum Hersteller zurück. Okay. Wird einmal komplett demontiert. Nachgeschaut, Ölservice gemacht. Wer baut sowas? Puls. Ah. Firma Puls. Firma Puls macht das. Die Getriebe sind von Firma Puls und die Gondelkreuze sind Firma Nord. Ah, okay. Wo sitzen die? In Boah, Nord. Ein paar Stützpunkte. Ja. Auch Hamburg da oben die Ecke und so. Ach, warum? Bei mir oben? Ja. Ah. Und Puls ist im Süden unten. Ah, genau, in die Gegenrichtung. Ja. Hm. Ja. Ja, aber sehr, sehr cool. Ohne Sonderanfertigung, also kein Lagerteil. Nee, ne? Nein. Und deswegen auch so teuer. Ja, und 10 Wochen Lieferzeit. 10 Wochen Lieferzeit? 10 Wochen Lieferzeit. Fast so lange wie meine Couch. Nein, so schlimm war's nicht bei mir nicht. Also, gut, eine Couch hast du schnell. Na, egal. Ist egal. Ist jetzt nicht das Thema. Ja, haben wir irgendwas jetzt noch vergessen, was wir zeigen wollten? Nee, das andere ist alles geheim. Nein, wir haben hier auch ein paar Top-Secrets-Sachen, die will ich euch auch nicht zeigen. Die wollen wir euch auch nicht zeigen. Ihr sollt euch ja auch mal ein bisschen überraschen lassen, ne? So ist es ja auch bei den Parks manchmal. So. Ach, hier siehst du auch noch die Stromübertragung oben an den Gondelkreuzen. Okay. Die kommen dann quasi oben an den Auslegern, werden die festgeschraubt. Oben drüber an der Trommel oben drauf, wo die Ausleger dran hängen, kommt aus Vierkantrohr ein Kreuz und dann sind Schleifringe oben drauf. Ah, okay. Das ist auch die Stromübertragung. Krass, ey. Wahnsinn. So ist alles weiß. Ja. Ich muss sagen, ich hab's ja auseinandergebaut. Das heißt nichts. Achso. Nein, Quatsch. Was ist denn das? Keine Ahnung. Du hast doch auseinandergezwirbelt. Ja, muss ja nichts heißen. Ich weiß doch trotzdem, was da ist. No. So, eben. So. Schöner Seelöwe, ne? Was? Schön. Oh, was ist die denn? Kommt der aus. Warte mal, fällt mir das ein? Kenn ich den Seelöwe? Ist das von einem bekannten Geschäft? Mhm. Ursprünglich, 2 Stück davon saßen beim Zirkus oben drauf, wo die Kronen sind. Wo die Kronen sind? Ja, da sind da so Kronen oben an den Hauptauslegern drauf. Da saß nicht drauf? Da saß nicht drauf, 2 Stück davon. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich hab den auch lange nicht mehr gesehen, leider. Das letzte Mal war, darf ich gar nicht erzählen, das letzte Jahr war, glaube ich, 2003? Ich glaube, 2003. Ach, da war da vorne noch drauf. Ja? 90er, ja, ja. Oh. Jetzt hat er ja Kronen. Ich meine 2 Stück von ihm und 2 andere Sachen, glaube ich. Ja. Ja. Schön. Schönes Ding. Was ihr alles hier schön habt, du. Ja, alles, ne? Viele schöne Spielzeuge. Ja. Und irgendwann, der Volvo steht auch bald hier. Der steht bald auch hier. Der LKW. Da vorne, also hier haben wir noch draußen ein Hopser. Ja. Das ist ein Hopser. Kein Takata. Nein. Der Hopser, der hüpft ja so. Der hüpft so und dreht sich. Ja. Ein Tagada, der hüpft so und dreht sich dabei. Ach so. Deswegen Tagada und kein Hopser. Ach so. Siehst du, habe ich auch wieder was dazu gelernt. Ja, haben wir auch eine Probefahrt in der Halle gemacht.
Und? Super Fahrt. Ja? Ist wirklich super, ja, ja. Ja. Ja, die Anlage hat auch komplett neue Fahranlage bekommen, neue Überwachung der Türen, Generalüberholung der Hydraulikanlage. Ja. Hat er auch gekriegt. Und ist auch bald TÜV-Termin. Ja? Am 14. Mhm. Wie lange dauert so ein TÜV-Termin? Immer einen Tag? Kannst du da eintragen? Das kommt immer darauf an, was gemacht werden muss. So eine Geschichte. Man bindet ja den TÜV halt vorher immer mit ein. Ne? Die kommen jetzt hier nicht hin und dann schmeißt du in so einen Ordner Papier da hin. Mach mal. Nein, das kannst du natürlich nicht machen. Die werden direkt von Anfang an mit einbezogen. Und ich sag mal, der TÜV-Termin, ich sag mal, ist ein Tag jetzt bei der Anlage, weil sie halt im Vorfeld schon wissen, was sie machen müssen. Schaltpläne wurden erstellt, die wurden schon kontrolliert und alles. Und jetzt ist dann quasi die Bauabnahme bei uns vor Ort. Ja, ja, ja. Ja, das geht ja. Ja? Cool. Ich schwenk mal hier rüber. Das gehört auch noch hier zu euch alles hier, das oder ist das hier was anderes? Das gehört auch noch zu uns. Das gehört auch noch zu uns. Oh, alter Falter, ey. Das ist echt groß. Mein Gott, guck mal, wenn man hier nochmal so schwenkt, hier kann man das auch nochmal die ganze Größe mal sehen. Das ist ein kleines Mittelhaus, ne? Ja. Auf dem Bild, ne? Ja, so auf dem Bild schon, aber wenn du dann direkt davor stehst und denkst so, mal, wie gefallen ist das denn hier? Was ist das denn ein Schoss? Echter Deck. Sehr, sehr cool. Haben wir da irgendwas vergessen? Was wir zeigen wollten. Bestimmt haben wir irgendwas vergessen, aber ich vergesse ja immer was. Aber ansonsten würde ich sagen, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Oh. Yeah. Ich habe ja noch was mitgebracht, weil der Weihnachtsmann war ja bei mir, oder das Christkindl. Und wie sagt man hier? Christkind, ne? Das Christkind, ja? Kein Weihnachtsmann? Nee. Nicht in Amerika dann? Weihnachtsmann? USA. USA. Ne, das ist ja der von Coca-Cola. Ich bin ja Cola-Junkie, von daher sage ich immer noch Weihnachtsmann. Okay. Gibt's ja Christkind. Ja, die gibt es ja echt, den Weihnachtsmann. Auch das Christkind gibt es ja echt. Ja. Ich bin ihm schon begegnet. Ach so, und? Echt? Ja, ich habe Hallo gesagt, dann hat er mir eine Bonuskarte in die Hand gedrückt von SRD und dachte ich nur mit 2 Punkten, ich muss jetzt nur noch 3000 Punkte sammeln. Oh, was kriegst du dann? Ein Regenschirm. Lohnt sich aber, so ein guter Regenschirm sein. Ja. So gegen Sturm und so. Mit Beleuchtung aber. Ja, ja, und Blitzer. Und Nebelmaschine ist drin. Jawoll. Und oben steht nochmal Looping. Oh, ich rede einen Schwachsinn. Egal. Genau, das würde ich mich jetzt mal holen. Und dann machen wir nochmal die Verabschiedung. Jawoll. Oder? Ich würde sagen, ich stelle nochmal die Kamera raus, ich gehe kurz raus, hole nochmal das Christkindl. Mhm. Und da wirst du gucken, wenn jetzt hier tatsächlich ein Christkind rauskommt. Ne? Dann wirst du gucken, ne? Ja, schon. Bis gleich. Ja, das Christkindl war gerade hier, hast du ja gesehen, ne? Ja, sah unfassbar. Gut aus, ne? Oder? Unfassbar. Das fliegt gerade weg, sehe ich gerade. Mhm. Ja, schade. Ja gut, vielleicht nächstes Mal. Naja, jedenfalls habe ich hier was für euch. Das ist erstmal, also ich sage erstmal herzlichen Dank, ne? Ja. Dass ich kommen durfte. Auch man muss ja immer sagen, während der Betriebsferien, ihr habt ja eigentlich zu eigentlich, ne? Und für die ganze Zeit, die ihr mir auch geopfert habt und dass ihr mir mal alles gezeigt habt, erklärt habt und ich kann nur sagen, also ihr könnt mördermäßig stolz sein auf euer komplettes Team. Habe ich ja auch schon Klaus gesagt, also was ihr leistet, weil ihr habt so viele Ideen, ich strotze ja vor Ideen. Vor allen Dingen, du bist ja auch sehr künstlerisch tätig mit dem ganzen Graffiti und hast du nicht gesehen, was da alles so ist. Also dickes Lob dafür und wir werden auch sehr viel von euch hören. Ihr werdet viel? Ich bin, vielleicht werdet ihr ja sogar Marktführer in diesem Bereich. Es sind große Ziele, hat man, aber man darf ja mal ein großes Ziel haben. Wer weiß? Ja. Wer weiß? Mal schauen. Ihr seid ja jetzt schon groß. Klaus hat gesagt, naja, wir sind ja eigentlich noch klein, sehe ich aber eigentlich anders. Ihr seid schon groß. Okay. Ja. Also erstmal hier eine Kleinigkeit. Kannst du schon mal aufmachen? Ja. Oh. Ja. Ja. Was ist denn das? Ne? Ehrlich. Ehrlich, ist das, ist da, ist, tickt das irgendwie? Nee, nee, tickt nee, nicht. Nee, nein, nicht nee. dass das übrigens in Lübeck gepackt ist, das sieht man immer an den Geschenken, weil das ist mördermäßig geil verpackt. Ich mache das natürlich nicht, ist klar, weil ich kann. Egal, anderes Thema. Oh, was ist denn das? Kannst aufreißen, den Scheiß, ist wurscht. Ja, reiß einfach auf Mike genauso. Milchkaffee. Milchkaffee? Mag ich doch gar nicht. Oh, von Niederegger aus Lübeck, von denen ich übrigens noch nicht gesponsert werde. Schreibt mal bitte alle an Niederegger Lübeck, die sollen mich mal sponsern. Ich hoffe, ihr mögt Milchkaffee und der schmeckt richtig gut, wa? Ist richtig original aus Lübeck, aber ich dachte, du musst irgendwas aus Lübeck mitbringen, irgendwas Regionales. Ja, und probiert, ihr werdet süchtig danach, glaubt mir. Okay. Also ganz da schön. Könnt ihr richtig schön. Dann will ich den ja direkt mal ausprobieren. Ja, mach das mal, ne? Gruß nochmal an Susanne.
bevor ich das vergesse. Die ist zu Hause. Die ist zu Hause. Die macht einen Haushalt. Ja, aber Gruß an Susanne, ja, die kenne ich ja auch. Die haben wir ja auch kennengelernt. Und Grüße nochmal an Klaus nochmal natürlich. Ne? Und das gehört ja auch noch dazu. Auch dazu. Mein ja, Mann, komm. War das von Christkindl. Einfach ja aufreißen. Das ist aber schön verpackt. Obwohl, ja, nicht schön verpackt. Hast du eingepackt, ne? Nee, ich kann sowas gar nicht. Ich kann sowas. Das, ich würde das nie so einpacken. Glaube ich. Oh, glaub, ist warm, glaub, oder? Ja, die Heizung steht auf 23 Grad. Wir wollen ja nicht frieren hier, ne? Ich wollte gerade sagen, deswegen ist das frei. Nein. Was ist das denn? Merry Christmas? Ehrlich. Nee, was ist denn das für ein Scheiß? Können das? Ich habe doch gesagt, ich brauche kein Fahrrad. Was ist das? Meine Mutter auch. Ach so, Music. Was? Music? Music? Ich kenne nicht, was unfassbar. Das ist. Unfassbar, oder? Oh, ich hasse hier solche Verdammt! Soll ich festhalten? Ja. Ich halte mal fest. Kannst du es mal. Kann was passieren? Nö, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Du glaubst nicht? Nö, ich glaube nicht. Ich kann das mal hier hin. Ah! Oh, oh, oh. Schmeiß weg! Was ist denn das für ein Scheiß? Da ihr ja Karussells baut, ja, ne, da ihr ja Karussellhersteller seid, habe ich mir überlegt, das schön muss irgendwie ein Karussell sein, was aus Gold ist. Naja, Gold nicht ganz. Es kann sogar auch irgendwie Musik spielen. Ich habe noch nie rausbekommen, wie, aber muss wahrscheinlich nur drehen, ne? Du wirst dich wundern. Oder ist so ein Knopf? Weil sowas bauen wir ja gerade. Nur in groß. Das wusste ich natürlich alles schon, deswegen. Also ich nicht, das Christkindl wusste das. Christkindl, ne? Ja. Kannst du noch mal schön die Kamera halten, wie das so aussieht, damit die Zuschauer das so sehen? Guck mal, so sieht das aus. Schön aus Gold, schön. Ja, 20.000 geht noch. nein, das ist so schön. Also sieht schön aus. Guck mal, das könnt ihr schön bei euch hinstellen. Ja. Karussellhersteller. Da habe ich mir gedacht, Mensch, super, das fehlt doch noch. Vielen, vielen Dank. Du, dafür nicht, sehr, sehr gerne. Ja, wir haben auch noch eine Kleinigkeit für dich noch. Ich habe es natürlich jetzt nicht eingepackt. Ne? Ach, oder Mann. Kann ich das Geschenkpapier wieder mitnehmen? Nein, das kann ich wieder verwenden. Eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, Kinders. Oh, cool. Das ist ja geil. Oh, deswegen, das meine ich hier mit SAD. Den verschenke ich aber nicht. Den behalte ich. Ja. Den behalte ich. Bitte drum. Ich bitte darum. Wo geht das hier auf? Aufreißen. Ja, nee, ich bin ja da nicht so. Muss man das hier so aufreißen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwo. Ach so, irgendwo. So. Ich bin ja immer im Aufreißen, bin ich ja immer ein Experte, ne, wie man sieht. Dauert bei mir alles ein bisschen länger, das ist aber normal. Die Videos gehen immer ein bisschen länger, kennt ihr ja, wisst ihr ja. Guck mal ein bisschen zu mir, guck mal ein bisschen zu Papa. Ja. Also ja, bist ja gar nicht mehr bald zu sehen. Sag mal irgendwas, lenk mal die Zuschauer ab, damit die mir nicht so auf die Pfoten gucken und nein, gucken, wie ungeschickt die sollen ich mal bin. Schön zugucken, alle. Nee, ich kann mich auch wegdrücken, ich kann ja auch schneiden, ne? Also, was ist denn das hier? Damals im Ferienlager. Ja, Ferienlager. Warst du da auch zufällig immer? Nein. Was ist ein Ferienlager? So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell das. Oh, eine Tasse! Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Überlassen Sie nichts dem Zufall. SAD Germany, Rights and Pirates, Maschinenbau. Okay, das kommt wirklich mal an. Kann ich das hier so rauflegen? Ja, natürlich. Ich das Geschenkpapier hier raufgelegt. Sag mal. Ja, aber ehrlich. Okay, das, guckt das mal an. Hier, schön. Das ist doch. Ich zeige euch das mal in die Kamera. Kann man das eigentlich käuflich bei euch irgendwie erwerben? Noch nicht, ne? Noch nicht, ne. Aber bald. Doch, macht das. Wenn man, das ich, wenn man lieb fragt. Ja, Kinders, wenn ihr lieb fragt. Ne? Wenn ihr sagt, ihr habt vor, ein SAD-Fahrgeschäft zu kaufen, dann ist es okay. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ja? Sehr, sehr cool. Ja, das kann ich immer gebrauchen. Da kann ich immer schön, ich bin ja kaffeesüchtig auch. Habe ich das schon mal gesagt? Nee. Nee, ne? Da kann ich mir schön meinen Kaffee schlürfen drüber. Das ist cool. Und schwarz passt auch ganz hervorragend zum Funfair-Block-Mobil. Wie komme ich jetzt drauf? Das weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Was rede ich denn da für einen Scheiß? Deswegen. Verdammt, Hacke. Das sieht. Oh. Deswegen würde ich sagen, wir schalten doch gleich mal zurück ins Lübecker Studio, oder? Ja. Was sagst du dazu? Definitiv. Oder? Oder beamen wir uns rüber? Wir beamen. Du kannst doch noch kurz auf dem Käffchen mit rüberkommen, dann Lübeck. Ja, 10 Minuten kommen die. Ja, das geht schon irgendwie. Also, wir schicken uns ins Lübecker Studio. Wir schalten euch. Tschüss. Tschüss.
Ja, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Ja, der David hat sich gerade wieder weggebeamt. War ja noch gerade hier auf dem Käffchen und ja, da ist er wieder weg. Unfassbar, oder? Ja, Mensch, war wirklich toll. Ich habe da ganz vergessen, wo ich übernachtet habe. Das interessiert euch ja immer wahnsinnig. Und ich habe im Merkur Hotel in Oberhausen übernachtet. So ein nettes 4-Sterne-Hotel. War auch gar nicht teuer. Ich habe, glaube ich, irgendwie 55,10 € bezahlt. Plus nochmal 2 € Parkgebühren. Ja, ich habe allerdings ohne Frühstück genommen, weil Frühstück kostete dort zusätzlich 18 €. Und so viel kann ich ja gar nicht essen, ey. Und da habe ich gesagt, nee, komm, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Kleiner Tipp nochmal am Rande, ich habe über check24.de gebucht. Ich wusste gar nicht, dass man da auch Hotels und sowas alles buchen kann. Bei der ersten Übernachtung oder bei der ersten Buchung bekommst du nämlich von check24 einen 40-Euro-Gutschein überwiesen, nach dem Checkout, ich glaube 14 Tage danach oder was. Nur mal so klar, so ein kleiner Tipp am Rande. Und nein, ich werde von check24 nicht gesponsert, bevor das hier wieder heißt, Werbung, Ja, SAD, also ich denke mal, von der Firma werden wir noch ganz viel hören. Und ich war wirklich beeindruckt, wie groß das dort ist. Überhaupt auch, was da alles so für Geschäfte stehen. Und das wechselt ja immer ständig, ne? Also das ist wirklich unfassbar. Und dass sie auch eigene Fahrgeschäfte produzieren und nicht so kleine, sondern wirklich ein großes Riesenrad mit 50 Metern Höhe und dann noch hier so ein Riesenpropeller mit knapp 60 Meter Höhe, hätte ich überhaupt nicht dran gerechnet. Also ich freue mich ja auf hier wirklich sehr, das erste Mal ein SAD-Fahrgeschäft zu fahren. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, ich sehe die Jungs ja jetzt wieder und Susanne natürlich, denke ich mal auch, na wie heißt das nochmal, Interschau, da bin ich auch vor Ort. Wann bin ich denn da vor Ort? Ich glaube am 30. Januar oder irgendwie sowas bin ich dort. Ich habe sogar eine E-Mail von Alfred Ritter bekommen, weil ich habe dort angefragt. Ich glaube, das ist der DSB-Präsident, ne? Unfassbar, oder? Was wollte ich denn noch sagen? Ja, Mensch, hat mich also wirklich gefreut, die Jungs mal kennenzulernen. Und auch vielen Dank nochmal für die komplette Zeit, die ihr euch genommen habt. Das ist nicht selbstverständlich. Also sehr, sehr cool und wir sehen uns, wa? Jetzt habe ich natürlich eine Frage an euch. Wo und wann habt ihr zum ersten Mal von der Firma SAD Maschinenbau GmbH gehört oder gelesen? Oder habt ihr sie erst jetzt durch dieses, wie sagt man, Video kennengelernt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Twitter, Instagram und ihr wisst schon wo. Ich habe SAD tatsächlich, ich glaube bei Heino, beim Heavy Traveler habe ich ein SAD-Schild gesehen und dann wurde ich darauf aufmerksam. Ich glaube vor 2 Jahren oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, und wenn ihr jetzt dieses Video auf YouTube und Google Plus schaut, dann blende ich euch hier oben rechts die interaktive Umfrage ein, die wie folgt lautet. Welches SAD-Maschinenbau-Merch würdet ihr kaufen? T-Shirts, Schlüsselbänder, Caps, Tassen oder Jacken? Nehmt gerne mal an dieser interaktiven Umfrage teil und das Ergebnis als natürlich auch das ein oder andere Kommentar von euch werde ich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ist das nicht unfassbar? Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um die Wusetown Silvesterparty im Fantasialand, jawoll. Und da habe ich auch noch gefragt, würdet ihr im neuen Hotel Charles Lindbergh übernachten? Und ja, sagen 76%, weiß ich noch nicht, sagen 21% und nein, sagen gerade mal 1%. Ich schließe mich der Mehrheit an, ich werde auf jeden Fall im neuen Hotel dann übernachten wollen, weil mich das überhaupt schon interessiert und total neugierig macht. Also bin sehr gespannt. Dann habt ihr auf YouTube kommentiert, zum Beispiel auf, wie heißt er nochmal? YouTube. der Nikolai K. Punkt. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch, lieber Nikolai. Also das, was ich bei dir und auch bei den anderen, die mit dir auf der Party waren, gesehen habe, macht auf jeden Fall Lust darauf, mal die heimische Raclette-Party gegen die Fahrt mit einer Achterbahn und einem genialen Feuerwerk ins neue Jahr zu tauschen. Das glaube ich dir. Vielleicht kann man ja dann gemeinsam mit dir Party machen. Ja, natürlich unfassbar. Kann man natürlich. Obwohl, ich trinke ja nur Milch, ne? Also. Und wenn bis dahin das Charles Lindbergh offen hat, dann würde ich auch dort übernachten. Ich bin schon ziemlich gespannt, wie man das in die Realität umgesetzt, also wie man das in die Realität umgesetzt wird. Umgesetzt wird. Sag mal das so? Ich weiß es. Unfassbar. Ja, vielen Dank, lieber Nikolai, für deinen Kommentar. Ich bin auch sehr gespannt auf das Hotel und wie gesagt, ich werde da auch übernachten. Und Silvester im Phantasialand lohnt sich definitiv. Also war für mich auch das erste Mal letztes Jahr, dieses Jahr und letztes Jahr. Komm. Lohnt sich. So, was wollte ich noch? Achso, Facebook. Schauen wir nochmal da. Wer hat da geschrieben? Nadine Thaler. Auf das neue Hotel freue ich mich schon sehr und werde ganz bestimmt dort übernachten. Aber jetzt erstmal das nächste Wochenende im Hotel Matamba.
Ja, Nadine, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Ist ja jetzt dieses Wochenende, ne? Ja, ist jetzt dieses Wochenende im Matamba. Ich muss ja persönlich sagen, dass ich das Matamba sogar vorziehe gegenüber das Lingbao Hotel, weil ich auch den Frühstücksraum irgendwie gemütlicher finde im Matamba. Ich weiß nicht warum. Und natürlich weiß ich warum, weil das einfach gemütlicher ist. Und ich finde auch der Ausblick natürlich ist besser, weil man hat natürlich Looping direkt vor Ort und die Black Mamba, ne, die Loopingbahn. Und wenn du morgens aufstehst, und die Bahn rattert. Oh, Gänsehaut. Ich kriege Gänsehaut dabei. Vielen Dank an alle, die mir fleißig kommentiert haben. Ich habe alles durchgelesen und weiter so. Jawohl. Jetzt haben wir wieder die Spende das Wort. Und zwar wollte ich mal sagen, dass der Sebastian T. Der Spender des Jahres 2018 geworden ist, weil er hat am meisten gespendet im Verlauf des Jahres 2018 und zwar insgesamt 128,13 €. Wahnsinn! Damit hat er sich das dicke, fette Funfair-Block-Überraschungspaket gesichert und ich habe ihn bereits per E-Mail benachrichtigt und das Paket ist auch schon unterwegs. Also freu dich auf ein schweres Paket, jawohl! So, dann schauen wir mal, wer seit dem 5. Januar 2019 gespendet hat. Da wäre zumal der Pascal mit 5 Euro und er schrieb dazu USA, USA, USA. Vielen Dank, lieber Pascal, für deine Spende. Dann der Julian 1 Euro und schreibt dazu Great Videos. Vielen Dank, lieber Julian. Herzlichen Dank dafür. Und ja, falls ihr auch Funfairblog unterstützen möchtet und wenn euch das Ganze gefällt, mit diesen Backstage-Führungen und so weiter alles, dann findet ihr alle sämtlichen Informationen unten in der Videobeschreibung. Ist das so ein schwieriges Wort? Oder Satz. Und da findet ihr sämtliche Infos. Und wenn ihr Funfair-Block-Spender seid, also mindestens 1 Euro im Monat spendet, dann nehmt ihr auch automatisch an Gewinnspiel teil, als auch den exklusiven Newsletter. Da bekommt ihr auch mal hier und da mal ein exklusives Video. Also lohnt sich, wa? So, das soll es von mir gewesen sein. Am Ende erfolgen wir immer die Outtakes und dann würde ich sagen, was soll ich noch sagen? Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Funfair-Block-Ausgabe. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Moin. Ja! Cooles Auto! Junge, gehen wir mal CNC, wie heißt das Ding nochmal? CNC alles. CNC. Gehen wir mal dahin. Ach, ich liebe diesen Sound, ne? Ja? Da fährt gerade das Funfair-Block-Mobil. Das hier, das ist nur Deko. Oh, ein Adventskalender. Hat schon alles aufgegessen, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Mist.